Yo, was geht ab? Mein Name ist Derek Amorco hier bei Let's Talk. Ich habe heute vier Jungs neben mir. Das Thema heute ist, wie ist es als Dunkelhäutiger in Deutschland Fußball zu spielen und mit dem Ziel, Profi zu werden. Darüber werden wir uns ein bisschen unterhalten. Und ja, Mann, stellt euch einfach mal vor, wer ihr seid, damit die Leute da draußen wissen, wer heute hier am Start ist. Fangen wir bei dir an jetzt. Also ich bin der Nels Karikari, 33 Jahre alt, bin in Mainz geboren. Ja, ich denke mal so hier in der Region Mainz, Rheinhessen kennt man mich, weil ich seit dem vierten Lebensjahr Fußball spiele. Angefangen beim SV Gonsenheim, dann zu Mainzer 5 gewechselt und dann noch bei ein paar Vereinen hier in der Umgebung gekickt habe. Ja, mit 33 geht man so langsam jetzt in die Fußballrente. Und ja, meine Familienmitglieder, die führen das weiter fort und ja, reden wir ein bisschen drüber. Yeah, yeah, ich bin der Boateng. Dich kennt man ja, dich kennt man ja auf meinem Platz. Ja, ja. Ich habe damals auch für 18-17 gespielt, bin dann, habe dann auch für Mainz 5 gespielt und mit 14 nach England und habe dann in England weitergespielt für Leeds United ein Jahr und dann auch für kleinere Mannschaften. Mittlerweile seit 10 Jahren spiele ich kein Fußball mehr, aber ich supporte auf jeden Fall immer noch Fußball. Ja. Du weißt auf jeden Fall, was abgeht. 100%. 100%. Hi, ich bin der Rafael Aspirmenza. Ich bin 21 Jahre alt. Ich werde demnächst 22. Ich habe angefangen mit 6 Jahren bei Fontana Finden zu spielen. Dann bin ich mit 19 zu 05 gegangen. Dann bin ich in der U17 bin ich nach England gewechselt für 2 Jahre. Dann bin ich zurückgekommen. Dann bin ich ein bisschen weiter unterklassig gewechselt zu TSV Schott. Bin mit denen aufgestiegen. Bin dann auch mit denen drin geblieben in der Liga und wechsle jetzt ab dem 1. Juli zum SC Freiburg. Tschüss! Stark, stark. Super. Stark, stark. Was geht bei dir? Ich bin der Eduardo, 25 Jahre alt. Hab bei Bielefeld angefangen, Fußball zu spielen. Bin dann, die Jugend habe ich dann bei Wien Wiesbaden verbracht. Bin dann von da aus zu den Stuttgarter Kickers. Dritte Liga. Bin dann von Stuttgart nach Belgien. Und dann wieder zurück nach Deutschland. Also aktuell Regionalligaspieler. Nice, 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 nice. Auf jeden Fall haben wir auf jeden Fall ein paar Fußballer hier am Start. Mir war es auch wichtig, verschiedene Generationen am Start zu haben, dass man einfach gewisse Perspektiven einfach so sehen kann. Und das Erste, was ich euch frage, und bevor wir anfangen, gehe ich nochmal auf mich ein. Also ihr habt ja gerade alle erwähnt, wo ihr alle gekickt habt und so. Also auf jeden Fall sehr, sehr stark. Auch bei dir mit Freiburg, sehr krass, als ich es gesehen habe, direkt gratuliert. Weil es schon ein riesen Schritt für dich ist und du hast auch daran gearbeitet, diesen Schritt zu machen. Deswegen erstmal Respekt an dir. Was mich anbetrifft, also ich habe auch, ich habe angefangen bei FC Nord, da bin ich damals zu Blau-Gelb gegangen, in der F-Jugend. Dann habe ich, glaube 4-5 Jahre bei Biebrich gespielt, bis ich dann nach Wien gegangen bin, für 4-5 Jahre. Und dann war ich bei Kickers Offenbach und dann hatte ich eigentlich gar keine Lust mehr auf Fußball gehabt. Dann bin ich zu Biebrich gegangen, Verbandsliga und jetzt. Danach bin ich nach Ginsheim gegangen in die Oberliga und jetzt spiele ich bei Hassia Bing auch in der Oberliga. Und ja, Mann, starten wir mal mit der Frage, wie ist es an sich für euch gewesen, als Dunkelhäutiger in der Jugend Fuß zu fassen in diesem ganzen Fußballbereich? Und weil ihr hattet ja alle den Ziel gehabt, Fußballprofi zu werden. So, wie war das dann für euch? Wer will anfangen? Ich fange mal an. Also ich glaube, 94 habe ich angefangen beim SV Gonsenheim, Bambinos. Als Kind hast du ja jetzt noch nicht so die Vorstellung, dass du sagst, du willst jetzt direkt Profi werden. Das kommt ja mit der Zeit. Mein Vater hat mir immer erzählt, wie schlecht ich am Anfang war. Ich habe Eigentore geschossen und sonstiges. Und irgendwann immer dann habe ich zu den Jungs gesagt, nach der Schule, lass uns mal auf den Bolzplatz treffen. Wir haben dann immer mal gekickt und dadurch haben wir uns immer verbessert. Und irgendwann so in der F-Jugend habe ich gemerkt, oh, ich bin jetzt doch einen Tick weiter als die anderen. Ja. Ich habe viele Tore gemacht, ich habe viele Leute ausgespielt. Du kriegst ja auch als Kind dann so ein bisschen Feedback. Merkst du ja in der Schule, ist wie in der Schule, wer wird immer zuerst gewählt und wer wird als letztes gewählt. Ja, ja. Und da merkst du schon, kannst du sagen, okay, ich werde immer als erstes gewählt, also ich kann ein bisschen was am Ball. Kannst ein bisschen kicken, ja. Genau, und dann fängt es halt an, dann gehst du in die E-Jugend, dann kommst du in die Auswahl, weil du halt sehr talentiert bist. Und du merkst so, auch wenn du gegen andere Mannschaften spielst, so in deiner Region, dann, ach, deck mal den Nelson, weil der ist gut. So fängt es halt an. Und das realisierst du dann als Kind, dass du gut bist, talentiert, vielleicht besser als der ein oder andere bist. Und dann, na klar, dann wechselst du halt dann zum Profiverein, Mainz 05. Und dann merkst du, okay, jetzt spiele ich aber mit
auch talentierten Leuten. Auch talentierten Jungs, die sind auch sehr, sehr stark. Mhm. Und dann machst du dir so deine Gedanken und dann sagst du, okay, jetzt bin ich hier. Bist nicht mehr der King. Jetzt bist du nicht mehr der King, jetzt musst du wirklich noch mehr Gas geben. Mhm. Wo willst du überhaupt hin? Welche Position hast du eigentlich gespielt? Ich habe angefangen als zentraler Mittelfeldspieler. Meine Schwächen waren eigentlich immer die Schnelligkeit. Ich war nicht schnell, aber mit dem Ball konnte ich halt viel. Ja. Und ich war halt so ein kleiner Fuchs. Und verbal, die Leute, die mich kennen, verbal auf dem Platz auch immer sehr stark. aber das wirklich, das höre ich viel. Also auch bei den ganzen Trainern und so. Also ja. Das habe ich viel gehört so in den letzten Jahren. Ja, ja, verbal war ich immer schon. Also die letzten Jahre hat sich das gelegt, aber früher war ich, boah. Also mit mir musste man sich schon hart anlegen. Die Schiris haben mich, glaube ich, verflucht. Aber das war mein Spiel. So, ja. Das habe ich gebraucht. Ja. Ja, dann, so wie ein Kimmich oder was? Nein, noch nicht mal so. Ich glaube, ich will nicht sagen, einfach Smalltalk, Fußball-Smalltalk. Einfach so, ja, du, ja. Du bist der, ja, ich habe halt von mir viel, aus... Viel geredet, raus, ja, ja. Du viel, hast, viel geredet, du hast, so den Gegner damit auch mal aus dem Spiel gebracht. Ja, weißt du, ja, komm mal, was spielst du denn heute und so, weißt du. Mhm. Ich habe das gebraucht, das war einfach mein Ding. Das war dein Spiel so. Und ja, wie gesagt, dann bist du bei Mainz 5, bist du mit sehr viel Talentierten. Unser Jahrgang war sehr gut, der 88er bei Mainz 5. Mario Frangic, Roman Neustädter und Co. Ja, wir hatten wirklich eine Top-Mannschaft bei Mainz. Ja, und dann fängt es halt an. Schule, Frauen, Party. Weißt du, dann als Jugendlicher realisierst du ja nicht, was, ja. Für eine, was für eine Chance du eigentlich hier hast. Ja? Weil es schafft ja nicht jeder zu Mainz. Wisst ihr alle selbst. Ja? Ihr wart ja alle selbst beim Profiverein. Aber ich habe dann bei mir auch gemerkt, ja, ich will doch lieber so ein bisschen... Ich habe mich auf mein Talent ausgeruht. Ich hätte eigentlich viel mehr machen müssen, dass ich sage, okay, da ist diesen Sprung jetzt, sagen wir mal, Regionalliga oder sonstiges. Ich habe mich auf mein Talent ausgeruht und deswegen war es dann am Ende nur die Verbandsliga. Ja, ist jetzt auch nicht schlimm, weil im Nachhinein sage ich, ja, es hat auch Spaß gemacht. Du hast auch was mitgenommen auf jeden Fall in der Zeit. Ich habe was mitgenommen, genug Verbandsligaspiele gemacht, genug Landsligaspiele gemacht. Ich sage immer, gehobener Amateurfußball und man kennt mich hier in der Region. War alles gut, so wie es gelaufen ist. Und, aber ja, ich sehe euch und das freut mich dann, wenn der ein oder andere dann sagt, ja, ich mache jetzt wie der Rafa den Schritt nach Freiburg. Das macht mich ja auch stolz, ja, weil ich euch von klein auf kenne. Und Rafa, mit dem habe ich noch zusammen Fußball gespielt oder ab und zu kicken wir immer noch. Ja, das ist ja. Das erfreut mich. Ja. Und, da kommen wir später nochmal hin. Deswegen, wie gesagt, mein Cousin, ersten Grades jetzt, Henry, hat man schon gesehen bei 18, 17, wie talentiert er war. Ja. Und ich muss sagen, hier in der Region Rheinhessen generell. Mit dunkelhäutig oder irgendwie, dass wir irgendwie beleidigt werden. Das ist nicht in diesem Grund, aber ich glaube, du, guck mal, also das, was ich also sagen will, ist jetzt nicht in diese Rassismus-Schiene, sondern eher so, weil du weißt, du bist meistens in der Mannschaft immer der, meistens vielleicht der einzigste Schwarze, so, oder vielleicht seid ihr zu zweit und so, und das macht ja, das prägt ja auch irgendwie in einen, weißt du, du kannst ja nicht mit jedem so, sag ich mal, chillen oder du fühlst dich so ein bisschen unwohl, bis du dann Jahre das gewohnt bist und so, aber am Anfang ist es ja ein bisschen komisch. So. Ja, du wirst vielleicht von den anderen so mal, vielleicht kommt mal so ein dummer Spruch, aber an sich, wie war es denn bei euch als Kind? Merkt das doch nicht so, oder? Ja, als Kind habe ich das auch nicht. Erst so ab das Ding ist halt auch so, sorry, ja, das Ding ist halt auch so als Schwarzer, also ich war halt immer so der Beste so genau. In meiner Mannschaft. Also, das heißt, du warst so. Ich habe mich automatisch nur gelassen, weil die dich brauchen. Eltern waren immer nett, so, genau. War von nie in so einer Situation, wo ich sage, ey, so, das fühle mich irgendwie. Genau, das wollte ich halt sagen, wenn du halt talentiert bist, dann lassen die Kinder dich eigentlich auch in Ruhe. Oder die Eltern sind ja froh, dass du da vielleicht 2-3 Tore gemacht hast und die Mannschaft gewonnen, ja. Das merkst du, kriegst du so nicht mit. Erst, wie wisst ihr alle selbst, wenn wir älter sind, dann realisierst du ja eigentlich so die Sachen so richtig, was jetzt von außen mal reingerufen wird oder wie der andere Trainer über dich redet oder sonstiges. Aber so, ich sag mal so, bis 14, 15 merkst du das, glaube ich. Ja, natürlich. Mich bei mir zum Beispiel in der Jugend, weil ich schnell war oder beziehungsweise immer noch bin, haben die immer Schwarze Puma genannt. Schwarze Puma, komm, renn. Damals war ich ja jung, da hat mich ja nicht so, weißt du, ich meine. Heutzutage, wenn du schwarzer Puma. Warum Schwarzer Puma, weißt du, ich meine so. Aber dann, Schwarzer Puma, ja, renn. Hab ich mir gedacht, hä? Also damals hab ich ja nichts so gedacht, aber jetzt, wo ich schon älter geworden bin, hab ich gedacht, da hab ich gerade den Schwarzer Puma genannt. Ja, Schwarzer Puma, renn, schwarze... Aber warum schwarz? Warum, weißt du, warum das Wort schwarz? Warum nicht nur Puma? Warum Schwarzer Puma? Aber wenn man jung ist, wie ihr schon gesagt habt, man bekommt es ja nicht so richtig mit. So. Man denkt sich, man ist schnell, man macht die Tore, man ist der Beste in der Mannschaft. Deswegen, ja. So, wie ist das bei dir, Raphael? Also bei mir war es am Anfang, als ich nach Mainz gegangen bin, in der U11,
Warte mal, du hast mich auch übersprungen, Alter. Ich habe nur schwarze Puma gesagt. Ja, ich komm gleich zu dir, Bruder. Bei dir komme ich gleich, Bruder. Bei dir komme ich gleich. Also bei mir. Bei dir komme ich gleich. Bei mir in der U11 habe ich schon stark gemerkt, so. Mhm. Also über ganze Mainz zu 5 Zeit hat man es bei mir schon öfters mal gemerkt. Also so, aber immer unter den Spielern ein bisschen so. Mhm. Weißt du, so in der U11 war es dann meistens so, dass sie dann so, ich war dann so alt, als ich von Finden kam, so eher weniger der Billigere so in dem Team. Für mich war das alles neu. Mhm. Ich bin da hingegangen, habe es erstmal gesehen, wie Leute Übersteiger machen. Mhm. Ich habe mein Leben noch nie Übersteiger gemacht. Mhm. So, du gehst da hin, du guckst sie dann, du siehst die Spieler, die haben einen ersten Kontakt. Die haben einen ersten Kontakt und so. So, das ist komisch. Ich tauche im Training da auf mit Schienbeinschützer offen. Die haben alle Schienbeinschützer an und Stutzen drüber. Mhm. Da beginnt schon. Du gehst da hin und die gucken dich schon an. Schon alle, ja. Auch Schuhe und so diese. Deswegen meine ich ja dieses... Disziplin. Ja. Disziplin. Du kommst da an, die gucken dich an, als wärst du so... Fremdkörper. So. Bei mir waren nur Reiche in der Mannschaft. Ja, alle hast du nicht genau. Die werden auch alle gefahren. Bei mir, ich fahre mit Bahn seit 11 Jahren. Ich komme da an. Wenn meine Mutter mich nicht holt, irgendein Elternteil muss mich nach Hause fahren. Und wenn du die anguckst, die wollen dich nicht fahren. Ja. Wenn die Auswärtsspiele... Auswärtsspiel, ich rufe einen an, der geht nicht ran auf einmal, dies, das. Mama macht sich Hoffnungen, dies, das. Was los, das Problem? Weißt du? So, und bei mir. Ja, aber das hat dich ja geprägt und hat dich da weitergebracht. Das hat mich weitergebracht im Sinne von. Du warst sehr früh selbstständig. Sehr früh selbstständig. Das ist positiv. Ich bin sehr früh. Ich glaube, das ist bei uns. Bei allen, ja. Bei uns allen. Hinaus, unsere Eltern waren. Also, ich muss sagen, mein Vater war Fußballverrückt. Weißt du selbst, der war bei jedem Spiel dabei. Ja. Aber es gibt auch viele auch. Dunkelhäutige oder sagen wir mal Afrikaner, wo ihre Kinder einfach sagen, mach du, komm, wir unterstützen dich nicht zu 100%. Und das fehlt uns dann vielleicht für den letzten Schritt noch hochzugehen. Okay, warte mal. Fangen wir bei dir an. Wie war es für dich? Du warst ja auch in England. Wir haben ihn hier, aber... Katumo, redet zu viel, Alter. Nein, guck mal, wir supporten und so weiter. Wir kommen gleich zur Support. Also ihr habt schon ein Thema angesprochen, zu dem wir gleich kommen, aber so... ich weiß, ihr wollt viel sagen. Wir kommen. Was viel passiert? Diese Gefühle, Alter. Ja, komm, ja, viel passiert. Ja, ich merke schon, ich muss euch ein bisschen bremsen, Alter. Hey, hey. So schön. Ich schon warm. Ja, guck mal, weil du warst ja, guck mal, für mich persönlich, also danach... Hat Raphael, sag ich mal, den Schritt gemacht, aber bei dir habe ich das erst gesehen, dass du nach England gegangen bist und da gekickt hast. Mhm. Wie war es für dich, sag ich mal? Mhm. Weil, sag ich mal, ich war noch klein, als du hier Fußball gekickt hast, weißt du? Aber als ich ein bisschen älter geworden bin, habe ich halt immer gehört, Henry in UK macht sein Ding so. Wie war das dann für dich als Dunkelhäutiger noch in einer anderen fremden Stadt, wo du nicht aufgewachsen bist? Wie war das dann so als Dunkelhäutiger da? Weil da ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil da viele Dunkelhäutigen sind, oder? Nein, um ehrlich zu sein, ich hatte keinen Dunkelhäutigen. Ich war auch der einzige Dunkelhäutige in meiner Akademie da. Da war keiner, um ehrlich zu sein. Und das Problem in England damals, guck mal, jetzt werden die Talente gefördert und damals waren die nicht gefördert. Mhm. Das heißt, ich musste sogar von alleine aus mich ins Training reinbringen. Mein Vater hatte keinen Bock gehabt, ich musste zu Leeds United Stadium gehen, mich da erkundigen. Damals gab es doch diese Website Mini Mindset. Und da war mein Foto drauf. Ja. Ich bin da hingegangen und gesagt, ey, ich habe für Mainz 5 gespielt. Hey, what are you talking about? I play football. Und mein Englisch war auch nicht so gut. Mhm. I play football, Academy, Mainz 5, First Division. I want to play for under 14s, under 15s. Da haben die mir dann so eine Nummer gegeben, habe ich dann da angerufen. Und dann so bin ich dann in England dann reingekommen. Und im Elfsten sein da anders halt, so wie die spielen und so weiter. Sehr aggressiv, nicht so wie in Deutschland, hier technisch mächtig, sehr aggressiv drauf. Und ja, jetzt musst du mich auch anpassen. Ich bin so ein Spieler, der auch aggressiv war. Und ich, als ich gesehen habe, ey, die sind auch aggressiv, ich dachte, ey. Ja, die defenden und die bleiben dich auch und so weiter. Fuck off. Also so Spieler wie Nelson zum Beispiel. Ja, so Spieler wie Nelson. Alle so, ey, alle. Fuck off, die ziehen dich ganze Zeit und so weiter. Ich dachte, oha, Digga, das ist ja ganz anders. Ja, Kopf alles, ja. So war das dann. Und dann, ja, da habe ich dann, wie lange habe ich gespielt? Ein Jahr war ich dann in der Academy drin. Das war aber auch, guck mal, bei mir das Problem, was ich immer mein ganzes Leben immer hatte, wo ich Fußball gespielt habe, ich war immer auf Ganztagsschulen. Das heißt, ich war immer den ganzen Tag auf der Schule, 4 Uhr, wie bei meinem Fußball, Stunde 5 gespielt habe. Bis 4, 5 Uhr war ich auf Schule, 3:30. Wenn ich ein Ding mache, wie heißt es nochmal, wenn man fresh war? Nachsitzen, genau. Da kommen ja Nachsitzen manchmal noch dazu. Und dann schaffst du es nicht. Und Training hatte ich um 5:30 Uhr am Hochwegstadion. Und es war dann immer sehr kritisch.
ins Training zu kommen und so weiter. Manchmal zu spät, ich wusste ja, ich war auf einer Ganztagsschule, aber trotzdem. Manchmal kommt dann zu spät. Und Deutsche mögen es ja gar nicht. Deutsche mögen gar nicht. Kopf steckt mir so, ich kann ja nichts dafür. Ja, weißt du, ja. Ich meine, mein Vater hat auch keinen Bock, mich da hinzufahren. Da fehlt auch der Support von deinen Eltern. Ja, das ist klar. Ich dann vielleicht um 5 Uhr abholen und ins Training fahren. Und so weiter. Ja, ich muss dann mit der Bus fahren, Hauptbahnhof, dann da Bus wechseln und so weiter, kam es dann immer zu spät so. Weißt du, bei mir war Henry, als ich in der U12, U13 war, war ich hier KKF. Begonnen sein, auch Ganztagsschule und Mainz Training war immer 5:30 Uhr. Und du weißt doch, Ganztagsschule, Essen ist immer nicht gut, ist stabil. Meine Mutter ist immer 4 Uhr, kommt die Bahnhaltestelle, Pizza. Pizza von Ofen, Pizza in Box gemacht. Ich, die so Turmstraße, diese Haltestelle, die kommt da hin, die schreit, Raphael, ich geh raus. Ich mir Pizza in Hand, ich esse in Bahn. Bahn. Ich rede ja, direkt. Ich gehe nicht nach Hause, ich fahre direkt durch. Ich gebe mir meine Tasche, die gebe meine Fußballtasche. So war bei mir. Aber mein Vater hat mir immer gesagt, eulige Sachen sind nicht gut, eine Stunde vor dir. Deswegen habe ich nie eulige. Bei mir gab es diese drei Stunden. Bei uns bei mir auch nicht. Du musst essen. Also, du isst oder gehst Training ohne Essen. Ohne Essen, ja, dann bist du auch gefickt. Ja, keine Energie, stimmt. Der will ja das Beste für ihn. Der will ja was essen, aber was für Verbindung ist. Ja. Totaler Quatsch. Ich muss überlegen, die hat nicht improvisiert. Jeden Tag Pizza, Salami, sauber reingerufen. Ja, weißt du, sauber kostet nicht viel. 2-3 Euro, kriegst 3 Stück, machst rein. Machst du Krieg. Ist Training. Uns Dunkelhäutiger, die es erlebt haben, ist schon nicht einfach, so auch vom Mindset her. Das ist so ein Thema, was ich halt auch ansprechen will, diesen Mindset, weil zum Beispiel bei mir zum Beispiel. Ich war, glaube ich, mit 16 bin ich, deswegen kann ich zu relaten zu dem, was du gesagt hast, weil du gemeint hast, du hast auf der Webseite, du bist selber zum Stadion gegangen und hast selber dich angemeldet. Und so war es bei mir, bei wen? So, ich bin damals alleine, ich habe gesehen, die haben ein Sichtungstraining, so mit, keine Ahnung, 50 bis 80 Leuten so. Ich habe das gesehen, ich habe das im Sommer auch schon gesehen. Ich war im Sommer auch da. So, damals mit Josef habe ich damals gesehen. Und ich glaube, Josef, aber es war nicht so groß wie im Winter. Ich glaube, Josef wurde da genommen und noch einer. Und ich weiß noch, im Winter, weil ich habe dann da in der Zeit, habe ich Kreisliga dann gespielt, B-Jugend. Und dann bin ich im Winter, habe ich es nochmal gesehen. Und dann habe ich es gesehen, dachte ich so, ey, ich melde mich einfach an. Und dann war ich auch bei Mainz 05 im Training. Die waren auch positiv von mir und so. Und dann haben die aber einen anderen Stürmer geholt. Der heißt, mit dem habe ich dann im WM zusammengespielt, Antonio. Grüße gehen raus, falls es... Das ist ein kleiner Italiener. Ja, bisschen Ding. Ja, mit denen habe ich... Ja, aus Gonsheim. Ja, in der Zeit hat er in Gonsheim gespielt. Und dann habe ich auch mit... der war gut. Und damals war halt entweder ich oder der. Und den hatten... Das war seine Zeit in den Zeitpunkt und so. Und dann haben die den halt genommen. Dann haben die mir abgesagt. Und dann war ich bei Wien im Training. So, und mein Mindset war so... Die ganze Zeit, ich will ein Team sein. So, Profiteam einfach. Und dann war Wien... Ja, genau. Und Biebrich war so... So, ich habe Biebrich gespielt und so, auch gut gespielt, auch in der Oberliga und so. Dieses, aber ich wollte so den nächsten Schritt machen. Und dadurch, dass ich in der Kreisliga noch gespielt habe, war das mir zu einfach so. Und dann habe ich das gesehen, habe gesagt, okay, ich versuch's. So, mein Mindset war so, okay, ich versuch's und ich bin alleine dann dahin gegangen. Ihr wisst ja, Hallberg, so, wir sind alleine da, Bruder, Hallberg, alleine mit Bus dahin gefahren, ich bin dahin gefahren, alleine mit meinem Rucksack, ohne Support. Also ich habe auch niemandem gesagt. Und dann diesen Berg hochgelaufen, so, und ich habe gesehen, Bruder, als einziger Schwarzer, deswegen, das, was du gerade gesagt hast, jeder war mit Eltern, ist gefahren, ich bin hochgelaufen und jeder hat mich gesehen, keiner hat mich mitgenommen. Ich bin einfach hochgelaufen und so, ich bekomme meine Tasche, ich bin pünktlich da. So, auf einmal, ich sehe so 80, 90 Leute, keine Ahnung, wie viele, es waren auf jeden Fall viele. Elternteile dabei. Ja, Elternteile und so, ich alleine. Ich ziehe meine Schuhe an, dies, das, ich gehe da hin, wir machen erstmal diese 5 gegen 5, 4 gegen 4, so, diese kleinen Toren, bla, bla. Bruder, von diesen 80 Leuten wurde ich dann ausgewählt von 3 Leuten, so, alleine, so. Mein Mindset war so, ey, ich habe mir nichts dabei gedacht, ich wollte einfach nur da spielen, so. Ich habe mir nichts dabei gedacht, dass ich sage, ey, ich werde es in allen zeigen und keine Ahnung, ich wollte einfach da spielen. Habe ich mein Ding gemacht und ich wusste, dass in gewissen Situationen, so, ich habe Talent und ich kann mein Ding machen und so. Aber in dem Punkt habe ich mir gedacht, so, ey, hätte ich so Support gehabt, so, weißt du, ich meine, es hätte mir alles viel, viel einfacher gemacht, vom Kopf her, weißt du, ich meine, so, aber mein Mindset war so, egal, scheiß drauf, ich ziehe durch, so. Und dann, als ich dann gewählt habe, ging dann alles schnell, zack, zack, zack und so. Und deswegen verstehe ich zum Beispiel eure Sachen, gell, und ihr wahrscheinlich habt ja auch so Sachen, das mit dem Support, so, und auch, dass es auch einen so prägt vom Mindset her, dass man sagt, okay, ey, man, das, was man machen will, man zieht da durch, so, weißt du? Auch wenn es nicht klappt, aber man versucht es trotzdem zu machen. Und das habe ich bei Fußball so
Es prägt dich in einem weiteren Leben einfach. Ja, ja, auf jeden Fall. In jeder Lebenssituation. Du weißt, wie du als Kind oder du hattest nicht immer diesen Support wie jetzt eine deutsche Familie, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das prägt dich ja in auch allen anderen Lebenssituationen. Mhm. Ja. Was beruflich oder im Freundeskreis, du kannst auch mal Leute einschätzen, du weißt genau, wie der Tick, weil du sagst, hey, brauchst mir nichts erzählen, ich weiß, wie schwer es bei mir war. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und das ist halt, Fußball hat uns in allen Ebenen geprägt. Mhm. Guck mal, und bei uns war das auch damals so, bei uns back in the days, dass wir, als du bei Mainz 05 gespielt hast, musst du dir immer jeden Monat einen Beitrag zahlen und so weiter. Ja klar, das haben meine Eltern ja dann auch immer bezahlt. So, ja, ne? Das war bei meiner Mutter auch so. Ja. Ich glaube, bei jedem. Beitrag, genau. Und bei mir, ich hatte auch immer das Gefühl, dass da waren Spieler, mit denen ich gespielt habe, die waren so wack, aber weil die Eltern Geld hatten, waren die einfach in der Mannschaft drin. Ja. Ich hatte bestimmt 3, 4 oder sogar mehr. Die waren einfach schlecht. Wenn ich sage schlecht, die waren dead. Aber die waren trotzdem bei Mainz 05 nur, weil die Eltern Cash hatten. Mhm. Sponsor oder keine Ahnung. Die hatten immer irgendwas zu sagen. So, weißt du, was ich meine? Die waren drin und dachte ich mir, Digga, du bist dead, Alter. Weißt du, was ich meine? Yeah. Später konnte man sehen, sie sind ja auch nicht mehr weiterkommen und so weiter. Ja, ja. Aber so. Und bei mir war es auch noch so. Mein Vater hat mich gar nicht supportet. 0,0. Entschuldigung, Papa, aber du hast mich gar nicht supportet. Ich muss die Wahrheit sagen, Alter. 0,0. Und du müsst euch vorstellen, ich bin bei Mainz 05. Weil wie alt war ich? Ich war U14, U15. Da war ich Mainz 05. Und da fängt es ja schon an. Da fängt ja schon an und so weiter. Und mein Vater, ich habe gesagt, ey Papa, guck mal, ich bin jetzt mit Mainz 05. Die sind ja damals in die erste Bundesliga aufgestiegen. Das erste Mal, da bin ich ja direkt zu denen gewechselt. Habe ich gesagt, na, das kann ich nicht gehen lassen. Die sind Bundesliga, I need to go there. Ich bin jetzt da in der Mannschaft. Hab Probetraining gemacht und so, oh, ja, schnell und so weiter, ist pervers. Ja. Bin in der Mannschaft angenommen. Jetzt fängt jetzt an mit Fußballschuhen. Mhm. Ich sag, Papa, ich brauche neue Fußballschuhe. Ja, Fußballschuhe, ey. Ich brauche neue Fußballschuhe. So. Was haben denn für Schuhe? Adidas, Nike und so weiter. So, ne? Alles klar. Weißt du, was mein Vater macht? Der geht Aldi und kauft sich diese Aldi-Schuhe, diese 10 Euro. Bruder, ich hatte diese Schuhe auch gehabt. Diese 10 Euro Schuhe. Great. Ich hatte diese grauen, Bruder. Ich hatte auch irgendwelche Schuhe bekommen, gell? Ich hab geguckt, welche Marke. Deich. Ich spiele mit denen. Aber guck mal, damals war ja auch noch dieser Hartplatz, auf dem wir trainiert haben. Da war ja noch nicht der Kunstrasen da. Ich trainiere 3, 4 Uhr vorne Loch. Ich sag, Papa, ich brauche neue Schuhe. Ey, der Ben, was für neue Schuhe? Hast du neue Schuhe gekauft? Ich sag, Papa, ich brauche Adidas oder so. So, nein, so richtig original. Ich habe kein Geld. Da, wegen das, wurde ich dann kriminell. Weil als ich dann 13, 14, ich habe gesehen, ey, dass meine Eltern wollen mich nicht supporten und so weiter. Bruder, du musst einen anderen Weg machen. Hab dann angefangen zu klauen und so weiter. Entschuldigung für die Leute, die ich beklaut habe. Ich habe die beklaut. So, bam, bam, ja, ich muss die ja. Und damit habe ich mir meine Fußballschuhe gekauft. Ja. Ja, das können sich aber viele können sich das ja nicht vorstellen. Wir sitzen jetzt hier, jeder weiß, unsere Eltern manchmal so und so. Aber jetzt, ich sage jetzt mal, viele Deutsche denken sich, ja, nein, das kann doch nicht sein. Aber es war so. Das war wirklich so. Also wie gesagt, bei mir war wirklich, du weißt, mein Vater, ich habe den angerufen und gesagt, Papa, ich brauche neue Fußballschuhe. Direkt. Sportfink, Sportkarl in Fingern gefahren. Da hat er mir Schuhe für 150 Euro. Also, wie gesagt, aber ich kenne auch die anderen Seiten von meinen anderen Familienmitgliedern, die nicht so supportet wurden. Und wir haben auch immer, mein Vater hat immer gesagt, eigentlich muss ich Henry jetzt unterstützen, aber der hat selber 3, 4 Kinder, mein Vater, und der versucht alles zu geben. Dann hast du nicht die Möglichkeit. Aber warte mal, wenn ich mal dazu was sagen kann, weil zum Beispiel, wir wollen ja alle jetzt gerade, also wir sagen ja, wir wurden jetzt nicht supportet oder hatten das Gefühl gehabt damals, wir wurden nicht supportet. So. Aber was ich jetzt nach vielen Jahren so realisiert habe, so, okay, die haben uns jetzt nicht in diesem Fußballbereich supportet, weißt du? Weil vielleicht die nicht in uns geglaubt haben oder weil die vielleicht, du kennst doch, die sind mit einem anderen Mindset hergekommen und die wollen natürlich das Beste für das Kind. So, weißt du, was ich meine? Ja, genau. So, aber trotzdem müsst ihr so überlegen. Also zum Beispiel bei mir war es zum Beispiel so, dass die Sachen, zum Beispiel meine Sachen wurden immer gewaschen. So, ich hatte nie so Struggle, okay, so. Es sei denn, ich selber, weil 4-mal in der Woche Training und so, dann jedes Mal waschen, weißt du mal, jedes Mal waschen geht vielleicht nicht. Aber so, ich hatte einen Platz zum Schlafen. So, du hast Essen und so, diese ganzen Sachen. Auch wenn du jetzt zum Beispiel jetzt nur Pizza bekommen hast, so. Aber du hast was zum Essen gehabt, so. So, das ist das, wo ich sage, okay, das war vielleicht deren Teil, was die gemacht haben. Vielleicht nicht dieses, was andere Leute in anderen Nationen so, weil ich kenne auch Türken, wo auch der Vater immer da war und so, bei jedem Spiel, was ich auch teilweise nicht verstanden habe, so, überall dabei waren, aber das war... Du meinst dieses Materielle, ja, unsere Eltern uns nicht gegeben haben, diese Herzlichkeit. Ja, dieses Herzlichkeit, genau. Die waren immer für uns da, ja, egal, genau, was war. Weil zum Beispiel, aber dieses Materielle war jetzt nicht den ihr Hauptziel, dass sie uns da in der Hinsicht... Aber, weil zum Beispiel, warte mal, weil zum Beispiel, für mich zum Beispiel,
Es war eine Situation, meine Mutter kommt zum Beispiel nicht so oft zu meinem Spielen, so, weißt du? Und es war in der U17, da war es mein stärkstes Jahr. So. Mhm. Und ich war auch damals in der Auswahl, dies, das, blablabla. Und ich kann mich noch erinnern, es war nach, ich glaube, Vorbereitung auf Süddeutsche Meisterschaft, ich glaube, letzte Training. Und da hatten wir schon die Mannschaft gehabt und so. Jeder hatte, also der Trainer hat schon seine Spieler gehabt. Und dann hatte ich niemanden zum Fahren. Das heißt, wenn ich jetzt nicht gehe, also, like, wie komme ich dahin, wenn ich jetzt nicht gehe, ich verpasse meine Chance, dies, das. Und so. Und dann, ein Kollege von mir wurde auch aussortiert, mit dem ich immer fahre, so, der wurde aussortiert, das heißt, ich war alleine da. Und dann kam die Frage so, okay, mit wem fahre ich? Dann habe ich meine Mutter einfach mal so gefragt, Mama, kannst du mich fahren, aus das und das der Grund und so. Und sie hat dann, ich glaube, nach der Arbeit hat sie mich direkt dahin gefahren, so 2-3 Stunden oder so, sind wir gefahren, 2-3 Stunden, hat mich gefahren, so. Und es war das erste Mal, wo sie das gemacht hat, so. Und da habe ich gemerkt, okay, sie ist vielleicht nicht immer da, aber wenn ich sie wirklich brauche, dann ist sie da, weißt du? Oder sie findet eine Lösung. Zum Beispiel bei Edu, kannst du ja auch mal selber gleich mal sagen, bei dir habe ich auch, sage ich mal, ich habe ja mit dir gekickt, so. Dein Vater war jetzt auch nicht immer da, aber der war, wenn es da war, war der da, weißt du, wenn du den gebraucht hast, war der da. Kannst du mal selber was dazu sagen, so. Ja, wie gesagt, so, das Ding ist halt so, dass, wie gesagt, mit anderen Mindset unsere Eltern hergekommen sind, in Afrika, ja, Schule, keine Ahnung, studieren, Fußball ist schön, so, Fußball ist cool, aber muss jetzt nicht. Also so, du bist ganz gut, so, weißt du, so, so mach das, Beitrag auch immer bezahlt und sowas, genau. Aber das Ding ist halt auch so, mein Vater hat zum Beispiel immer gearbeitet, also meine beiden Eltern haben immer gearbeitet, so, und dann war es halt immer schwer, ich habe ja auch noch andere Geschwister, und dann war es halt immer schwer, aber so, samstags, wenn er konnte, war der dann immer bei Spielen da, oder wenn ich dann noch keinen Fahrdienst, als wir noch keinen Fahrdienst bei Wien hatten und sowas, dann hat uns mein Vater auch immer gefahren, so, so ist es nicht. Aber, keine Ahnung, ich denke, ich war halt auch schon sehr früh selbstständig. Also so, mein Vater hat mich zum Fußball gebracht, so, durch meinen Vater bin ich zum Fußball gekommen, damals mit meinem großen Bruder zusammen. Bin bei Wirklich angefangen, auch immer gefahren, aber ich bin dann halt auch dann in die weiterführende Schule gekommen. Dann kriegst du ja eh deine Fahrkarte, das heißt, Bruder, du bist... Du denkst, ey, ich fahr mal hier, weißt du. Fahrkarte ist Freifahrtschein für uns, ich spiele Türöffner. Genau. Du brauchst nur die Fahrkarte. Ja, du brauchst nur Feuer, alles andere machen wir schon. Genau. Ja. Du gehst dahin, dann schwarz, warst du vor, dann nach Schule bist du direkt ins Training gefahren. Ich bin dann immer halt so nach der Schule nach Hause nochmal ganz schnell Sachen abgelegt, ganz schnell was gegessen. Du warst selbstständig einfach. Du warst, ich war selbstständig. Das heißt, also ich denke so, wir haben einfach von Kind auf, dadurch, dass man halt vielleicht auch mehrere Kinder ist, so geben die Eltern dir so ein bisschen mehr Verantwortung. Also auch so ein bisschen Freiheit so, weil die sehr merken, Afrika, die sind in Afrika aufgewachsen. Das heißt so, ey, mein Vater war mit 12 arbeiten. Also so, weißt du, so. Das heißt, du kannst alleine machen, du kannst schon, du hast dein... Das haben die uns halt auch so zugetraut. Ich meine so, Deutschland ist ja nochmal einfacheres Leben als in Afrika. Also, weißt du, so, ist sicher in Anführungszeichen so, du kannst zur Schule gehen und... Der kommt schon sicher nach Hause. Genau, ja, der kommt schon nach Hause. Ich mache mir keine Sorgen. Ich ruf den an. Nach dem Training setze ich den Bus, der kommt sicher nach Hause. Nach Hause, ja, so dieses. Wenn was ist, ich habe dem Handy für 50 Mark gekauft oder für 50 Euro. Wenn was ist, ruft er irgendwie an. Genau, und das ist halt so. Ich habe das, also ich sehe das nicht als Nachteil so. So, die haben uns halt einfach so für die Situation im Leben oder für die Etappen im Leben, haben die uns vorbereitet. Deswegen so, mein Vater war halt immer da, wenn ich den gebraucht habe. Bei mir war so, meine Eltern haben sich früh getrennt. Schade und so, da war ich 6 oder so. Und als ich zu 05 gegangen bin, wurde ich eigentlich aufgezogen von meiner Mutter. Weißt du? Und diese Frau, muss ich auch wirklich sagen, mein Respekt, die hat es geschafft, mich und meine kleine Schwester aufzuziehen. Bei meiner kleinen Schwester, wie wir drauf sind und so, wir haben ja alle einen Schaden, wir beide. Und so muss man ja wirklich sagen, wir haben Schaden, wir sind keine normalen Menschen. Wir sind so normal. Fängt bei ganz oben an, geht ganz oben. Also, wir haben alle einen Schaden. Ja. Meine Mutter manchmal sagt, wenn die betet, sagt die Gott, ich danke dir, dass du mir Kraft gegeben hast, wie diese zwei Kinder, weil wir sind ja wirklich fatal. Und meine Mutter war diejenige, also was die über die letzten Jahre gemacht hat, ne, das realisiere ich auch so jetzt, auch in dem Moment, wenn ich so darüber nachdenke. Die Frau musste 2 Kinder alleine ziehen. Ne? Einen davon ist jedes Wochenende nicht zu Hause. Und dann hat sie eine kleine Tochter, die wächst und so. Und bei mir war das meistens so, die ist manchmal zu Spielen gekommen, die konnte aber nicht immer kommen wegen meiner kleinen Schwester. Dann darfst du nicht vergessen, die
arbeitet alleine, die kriegt Hilfe vom Amt, die arbeitet alleine, zwei Kinder, das ist für sie zu viel. Mhm. Du weißt, in Afrika, du hast Familie, dies, das, du wird Arbeit du bist nicht auf dich allein gestellt. Mhm. Die ist alleine in Deutschland, weißt du, und ihr Mann, der sie nach Deutschland gebracht hat, hat sie verlassen, die sind nicht mehr zusammen und die ist alleine auf sich gestellt. Mhm. Und meine Mutter hat das richtig schwer getan. Manchmal, du weißt doch, wenn du mit Mann, meinst du fünf, Trainingslager. Für Trainingslager, jeder 130 Euro. Mama kann ich geben. Ja, das ist was immer das. Trainingslager, Mama kann ich geben. Trainer muss zahlen für mich, weißt du? Und da muss ich auch dann sagen, habe ich das Glück gehabt, und so kann ich auch ganz kurz sagen, der war auch dieses Jahr mein Trainer, Sascha Meh, den hatte ich 10 Jahre als Trainer. Der hat alles für mich gezahlt, was meine Mutter nicht machen konnte. Weißt du? Ja. Mein fußballerisches alles, der. Wie zum Beispiel bei Fußballschuhen, meine Mutter hat das letzte Geld, was sie hatte, hat sie ausgegeben für meine Fußballschuhe. Also meine Mutter, wenn ich nicht Profi werde, egal, ihr alle, ich weiß, ich werde auch was zu hören bekommen, wenn ich es nicht schaffe, aber es gibt eine Person, die mich tötet, wenn ich es nicht schaffe. Die nimmt mich auseinander komplett. Und das ist meine Mutter. Weil die sagt immer zu mir, das, was ich für dich gemacht habe, ne, und investiert habe in Fußball, wenn du das nicht zeigst, dann gehe ich kaputt. Also diese Frau, ich glaube, die geht 6 feet down, wenn ich es nicht schaffe. Weil diese Frau hat das letzte Geld, was sie damals, das letzte Geld, was sie hatte. Und du musst sagen, du weißt doch, wie Afrikaner sind, die mögen es nicht zu leihen irgendwo. Ja, die weiß, Raphael, Fußballschuh kaputt, der nächste Tag Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Der muss irgendwie, hinfahren. So, und die weiß, die wusste auch ganz genau, wir sind ich bin der ärmste Spieler im Verein. Die wusste ganz genau. Und die hat dann immer irgendwo schnell Geld geholt, ist dann gekauft, hat Schuhe irgendwie, Adidas, Nike. Nicht die teuersten, aber Adidas, Nike, so dass ich nicht mich schlecht fühle, so dass ich nicht ausgelacht werde von meinen Mannschaftskameraden. Oh, was für Schuhe kommt der? Und dann musste ich mit diesen Schuhen hasseln, bis irgendwann kam dann um 15 oder 16, kam dann die Berater und so. Dann ist es für mich einfacher geworden. Hat meine Mutter nicht mehr diese Arbeit gehabt. Ja. Aber davor, die hat gehasselt. Und du musst überlegen, 1:5 bei mir war dann halt so, ich war halt Pflegefall so von allen Spielern, so muss man sagen. Und ein Freund von mir, Giorgio. Und gut, weil ihr sozial schwächer als die anderen wart. Wir waren halt sozial schwächer als die anderen. Weil und deine Eltern dich jetzt zum Beispiel nicht fürs Trainingslager dir mal neue Schuhe oder du 150 fährst, wenn du Bundesliga-Turnier, du weißt ja, bei Mainz hast du immer Bundesliga-Turniere, ja, den auch. Du fährst jedes Wochenende weg. Du weißt, bei den Du brauchst Essen und so, trinken. Bei den anderen, du fährst mit, bei den anderen, die fahren mit ihren Eltern dahin oder Mannschaftsbus fahren hin, aber die Eltern fahren trotzdem hin. Genau, das heißt, wenn Pause ist bei den Spielen, 2 Stunden, die gehen zu ihren Eltern, die gehen irgendwo was essen. Du bist für dich alleine gestellt. Ich bin für mich alleine gestellt mit Giorgio gewesen. Deine Mutter gibt dir 5 Euro, die sagt, diese 5 Euro musst du 2 Euro mit nach Hause bringen, weißt du? Du kriegst 5 Euro, musst 2 Euro mit nach Hause bringen. Und irgendwann, du gehst dann, musst du rechnen mit Giorgio. Und dann Giorgio und ich mussten immer zusammen trainieren. Und Giorgio und ich waren dann so korrupt in der Jugend, dass wir haben immer Geld gehabt und wir wussten, wir haben keinen. Uns fehlen 20 Cent für ein Menü für uns zusammen. 20 Cent. Dann sind wir mal in die Kasse gegangen. Es fehlen 20 Cent. Und Giorgio. Ich hab nicht. Giorgio hat immer so einen Babyblick gehabt. Ich hab kein Geld. Ja, und dann immer McDonald's hat dann gesagt, oh, wir bezahlen. Irgendwann Trainer wussten, wenn wir essen gehen mit Mannschaft, wir müssen für Giorgio und Raphael mitbezahlen. Okay, irgendwann, wir haben komplett, die haben für uns immer gezahlt. Wir wussten dann, okay. Aber auch herzlich. Herzlich. Also wir sind dann auch dankbar gewesen. Ja, herzlich. So, es gab auch manche Spieler, die wir dann gerippt haben, so, gib mal 2 Euro jede Woche. Junge, bring doch mal Geld mit. Ja, aber das kommt ja wie bei dir. Weißt du? Ist dann, man muss halt Wege finden, wie man isst oder wie man irgendwie... Der isst jeden Tag Big Mac Menü, wir streiten nur zum Chickenburger, weißt du? Ja. So. Und so sind wir halt durch die ganze Jugend gegangen. Und bei den einen und der anderen ist es dann halt so gewesen, weil der dann halt den Support hatte, seine Eltern und so, war der in gewissen Dingen ein paar Schritte voraus, weißt du? Weil er den Kopf hat, weißt du, nicht wie wir. Aber wir... Du hattest ja dieses, nur mal ganz kurz, du kriegst jetzt einen Brief für die Auswahl, in Koblenz beispielsweise. Ja. Scheiße, der ist jetzt nicht da, Wie komm ich überhaupt? Genau diesen Kopf. Ich weiß genau, ey, um diese Uhrzeit, Mama arbeitet oder Papa ist das auf der Arbeit. So muss er diesen Weg auch einberechnen, ja. Entweder ich muss jetzt überlegen, ob ich jetzt mit dem Zug irgendwo da Richtung in die Pfalz fahre und dann mit Bus. Ja, aber dann kommt wieder die Frage, wo nimmst du das Geld her? Genau, mit dem Zug zu holen. Weißt du, ich meine? Und dann bist du am Hustlen halt. Dann fängt es an und dann lässt du vielleicht in der Schule ein bisschen nach oder sonstiges. Ja. Weil du dann denkst, weil dann, im Kopf, ich muss diese Chance wahren. Und ich will mithalten, ich bin gut, aber ich habe nicht diesen Support, diesen letzten, weißt du? Du kannst einfach so chillen. Und dann bleibt irgendwas, fällt dann leider runter. Ja. Und das ist dann meistens, was war es, die Schule. So, ja.
dann hat die Schule gelitten, was aber eigentlich falsch war. Weil in dem Moment haben unsere Eltern hatten es schwer. Die sind hierher gekommen mit dem Ziel, wir arbeiten hier, wir bauen ein Haus in Ghana, bauen 2-3 Häuser und schicken jeden Monat Geld. Ja, so, das war ja denen ihr Ziel, ja. Wir bauen 2-3 Häuser in Ghana. Und unsere Angehörigen, ihr wisst selber, die denken, wenn wir hier sind, Geld liegt auf dem Boden. Also schickt uns mal Geld, schickt mal Handy, schickt mal Portemonnaie, schickt Schuhe, macht das. Aber dass unsere Eltern von morgens bis abends arbeiten gehen, das vergessen die dann. Weißt du, was ich meine? Und dass wir auch noch hier unterstützt werden müssen, weil Schulausflug kostet Geld, ein Trainingslager kostet Geld. Und Profivereine, kriegst du viel, aber du musst ein bisschen auch was mitbringen. Und das vergessen die halt. Deswegen, ich bin meinen Eltern nicht sauer. Also wie gesagt, ich wurde sehr unterstützt. Mhm. Natürlich gibt es Punkte, wo ich gesagt habe, Mama, da hättest du auch ein bisschen mehr machen können, weil Papa ist arbeiten, muss groß Geld nach Hause bringen, also muss Mama mehr machen, ja. Mhm. Und du weißt, Jamesu, bla bla bla, weißt du ja schon. Und deswegen, aber ich bin, wie gesagt. Aber sag auch so, das hat uns alle irgendwo stärker gemacht. Genau, wir sind alle gereift dadurch. Na, aber guck mal, das hat uns stärker gemacht. Aber bei mir hat es mich so gemacht, dass es mich direkt schon, guck mal, wo meine Eltern mich nicht supportet haben und so weiter. Weil du siehst das ja, du merkst es ja und du denkst dich so, du arbeitest doch, Papa, Alter. Weißt du, ich meine, Mama, du arbeitest doch auch. Meine Mutter hat sich komplett rausgenommen, so vom Fußballding. Und mein Vater, ein, zweimal ist er gucken gekommen und so weiter. Und fertig. Aber du arbeitest doch, weißt du, ich meine. Und du willst mich aber trotzdem nicht unterstützen. Ja, aber dann wollte er nicht. Dann wollte er nicht. Von seinem Kopf wollte er nicht. Ja. So, aber du lässt mich spielen. Und guck mal, wie ich überhaupt angefangen habe, Fußball zu spielen. Meine Sportlehrerin, damals in der Grundschule, hat mein Vater immer genervt und hat gesagt, ich war sowieso auch hyperaktiv und so weiter, habe die Leute geschlagen in der Schule. Deswegen haben die gesagt, der Henry muss seine Wut und seine Dinge irgendwo rauslassen. Ja, ja. Obwohl sie nicht wusste, dass mein Vater mich immer totgeschlagen hat. Das bekomme ich mit dieser Wut in die Schule und schlage die anderen Kinder. So, der Henry muss Fußball spielen, der muss irgendwo seine Dinge rauslassen und so weiter, weißt du? So, das hat mich immer so wehgetan. Und natürlich, wie ich schon gesagt hatte, bringt dich so selbstständig so in dein Leben. Aber es hat auch diese Pain. So das hat auch diese Pain und es hat auch diese Früh. Das du ja auch nicht. Diese Früh. Dieses Alter. Weißt du, was das Schlimme ist noch? Wenn du in einem NLZ bist, bei den Bundesligisten, ist ja immer so, das Ende des Jahres wird dir gesagt, ob du bleibst oder gehen sollst. Genau. Weißt du? Und bei den anderen ist ja immer so, wenn ich da hingehe, meine Mutter verschickt gar nichts. Aber zum Beispiel bei mir war es ins Glück, ich hatte einen Vertrag gehabt und diese Pain hatte ich. Meine Mutter musste nicht immer herkommen, weißt du? Sie war einmal da und hat einmal mit dem, der mir den Vertrag gegeben, einmal war sie da. Und dann war sie, glaube ich, zweite Mal da und dann war sie, glaube ich, nie wieder da. Weißt du? Von U12, von U11 bis U12. Ich Vertrag bekommen habe, Vertrag war U16. Jedes Jahr, ich gehe dahin, Rafa, positiv, negativ, bleibst du oder gehst du? Und du musst überlegen, meine Mutter versteht nicht. Meine Mutter weiß nur, wie die Spiele verlaufen sind. Ich sage, ich habe 3 Tore gemacht, so und so. Aber die weiß nicht, wie das Spiel verlaufen ist, ob ich gelaufen bin, ob ich Vorlagen, so. Die weiß nicht, ob du gut oder schlecht bist. Die will nur wissen, ob ich Tor gemacht habe. Mehr weiß sie nicht. Rafa, wo ist er? Ja. Wenn du kein Tor gemacht hast, gibt es kein sauberes Essen. Kannst Brot mit Butter essen. So, guck mal, bis jetzt kannst Brot mit Butter essen. Und dann Ende des Jahres kommst du dahin und so, du redest mit Trainer und so und dann irgendwann kommt Vorstand manchmal dazu, du redest mit denen und so und deine Mutter hört zu, can you please say in English, damit die ein bisschen verstehen. Und du weißt auch, die Mainz-05-Trainer, die haben keine Kraft. Eigentlich, wir waren frühzeitig auch Übersetzer für uns. Komplett. Ich muss dann Mama sagen, Mama so und so auf Chi und weißt du, mit Broken Chi und so. Dann sagt sie, was sagst du da? Dann muss ich zu Hause nochmal erklären. Und ich hatte immer das Glück, ich wurde übernommen. Aber bei mir war damals aber auch so, eigentlich hätten die mich jedes Jahr rausschmeißen müssen, weil die Schule unbefriedigend war. Ich war Rough Boy. Ich war richtig rough in Schule. Ich war richtig, bei 5, der ganz normal. Ich habe immer Quatsch gemacht mit Mannschaftskameraden, so, aber nicht gekämpft. Ja, in Schule. Genau so. Jetzt hat auch Radkampf. Da hat man auch gekämpft und so wird direkt beleidigt. Lehrer, dies, das. Da hat man gedacht, man ist auf Straße. Sobald ich bei Gelände angekommen bin, Mütze aus, sauber, Kabine angezogen, pünktlich. Du wolltest nicht, dass die anderen tun. Du willst einer von denen sein. In dem Moment warst du einer von denen. Ein Ding warst du einer von denen. Aber du weißt genau, wenn ich vom Gelände weggehe, bin ich wieder Badmann. Ja, das ist vorbei. Weißt du? Und so war das. Deswegen, unsere Eltern haben schon viel miterlebt und so. Diese Gespräche haben auch sehr wehgetan damals bei NLZ. Ich glaube auch für die Eltern so, dass das schon ein bisschen für die wehgetan, weil sie halt die Sprache nicht verstehen und sie auch sozusagen damit so auch das Kind so ein bisschen so blamieren, weißt du, ich meine so,
aber irgendwo konnten sie auch nichts dafür. Ja. Aber weißt du, ich mal, weißt du, für uns war das dann auch so unangenehm. Weißt du, was unangenehm, auch sehr, weil, wisst ihr, was auch sehr weh getan hat? Ich sag Dings, also mein Vater ist ja so, kennst du ja meinen Vater, so gebildet. Yeah. Der ist so von, der ist nach Deutschland gekommen von alleine, so damals Afrika-Krieg. Gesagt, ey, wir können hier nicht bleiben. Familie mitgenommen, nach Deutschland, Frankfurt gekommen, so. Und hat von Anfang an, mein Vater hat Führerschein dann direkt gemacht, der hat den Angola-Führerschein. Yeah. Wird hier nicht anerkannt. Also, das heißt, alles wieder neu machen. Hat sich direkt Job gesucht, Deutsch groß gegangen. Also mein Vater, der ist selbstbewusst, also der geht auch dann in diese Gespräche dann ja, selbstbewusst. Ja, das, ja. Mein Vater war immer so, Dings, eigentlich immer hinten dran so Bildung, Sprache. Ja. Also so, so ja, redet, so, wenn mein Vater redet manchmal, du denkst, ist der Deutscher oder ist der so? Ja, ja. So, so manchmal der sagt Sachen so, wo ich mir denke, so, hä? Kannst du das? So, woher so? Ja, ja. Woher holst du diese Sachen so? Und das ist halt krass so. Weil so im Endeffekt Sprache oder so, kennt ihr die, so, kennt ihr die Momente, ja, kennt ihr die Momente im NLZ, wenn Weihnachtsfeier oder Sommerabschluss oder deine Eltern müssen Wochenende, du bist dran mit Kuchen bringen und so. Da fängt ja auch schon wieder da fängt die Kopfschmerzen wieder an. Scheiße, ich muss jetzt einfach mal sagen, du musst Kuchen bringen. Oder die musst du am Stand mitstehen, so. Jedes Wochenende ist ja. Und du musst verstehen, Sehr sind ehrlich, meine Mutter kam nie. Bruder, ich sag dir auch, meine Mutter kam auch nie an. Ich hab nicht mal gesagt. Also, ich glaube, nein, mein Vater hat dann so, ich glaube, meine Schwester, ich muss auch sagen, meine Schwester hat mich auch unterstützt bei allem. Dann hat meine Schwester diesen Dienst übernommen, weißt du, die ein paar Jahre älter als ich, ist fast wie eine Deutsche, weißt du, ja gut, dann mache ich den Kuchen für dich. Ja. Also ich hatte wirklich Glück. Ja, so, weißt du, ich hatte immer Glück. Ich habe auch, ja. Ich habe Kuchen gebracht, meine Mutter hat auch gebacken. Ja, aber keiner hat dann, ja. Was? Komm nicht. Bei mir auch. Ja, aber das Problem ist jetzt gut. Und dann reden aber die Deutschen dann hinten rum, guck mal, ja, seine Mutter, guck mal, wir sind das ganze Jahr da, machen alles und ja, so. Die ist nicht mal am Stand, kann nicht mal einen Samstag jetzt, dadurch rücken wir einen schlechten, überleg mal, wie viele Geschwister habe ich zu Hause. Ja, aber das wissen die ja dann. Ja. So. Aber das kommt dann auch wieder zu diesem gleichen Punkt, wo ich vorhin angesprochen habe, wie ist es halt für ein Dunkelhäutiger hier in Deutschland Fußball zu spielen. Halt, weißt du, was ich meine? Das, also guck mal, wir haben jetzt gerade ein bisschen diskutiert und so und man merkt schon, bei vielen Sachen hat man Probleme, weißt du, und bei vielen fängt es schon an, irgendwie, dass man auch die Leistung vielleicht nicht bringen kann und so, oder dass man vielleicht in der Schule nicht gut ist und so, weil man einfach viele Sachen im Kopf hat. Ja. Aber ich sag mal so, jeder Einzelne hat ja seine Stärken, jeder Einzelne hat ja auch gute Spiele gemacht und hat ja auch seinen Namen irgendwo gemacht, so, weißt du. Ja. Wo, sagt ihr, habt ihr die beste Leistung auf dem Platz? Wo habt ihr euch, also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber wie, wo habt ihr es, ja genau, am wohlsten, genau. Nein, allgemein so, wo konntet ihr eure beste Leistung bringen? Genau so. In welchem Alter, willst du jetzt sagen? Oder? Ja, allgemein so, also wie, also zum Beispiel bei mir, zum Beispiel an dem Punkt, wo ich meine beste Leistung bringen konnte auf dem Platz, ist da, wo ich gar keinen Stress hatte, wo ich einfach frei sein konnte, wo ich einfach Kind sein konnte, wo ich einfach keinen Druck hatte. So, das ist, zum Beispiel, ich hatte es auch in Wien gehabt, zum Beispiel in U16, U17 war das so. Weil erstens, weil da Spaß auf Fußball, ich hatte Trainer gehabt, die auf mich vertraut haben, die mich geholt haben, die mir Sachen beigebracht haben, die mir die Schwächen und auch die Stärken gesagt haben, die mich einfach, weißt du, zu diesem Derek gemacht haben, weißt du, wo ich jetzt bin, weißt du, meine so. Und für mich war das dann immer so, die haben mich, die vertrauen mir, meine Mitspieler vertrauen mir so, und ich muss mir gar keine Gedanken machen. Ich habe keinen Druck, wenn ich auf den Platz komme, so, weißt du. Klar hat man einen Druck, wenn man gegen große Gegner spielt und so, aber so an sich hast du keinen Druck im Training, du hast Spaß, du kennst den einen, du kennst den anderen privat, so, du, weißt du, locker. Und da konnte ich meine beste Leistung bringen. So, da, wo es schon angefangen hat, wo der Trainer so ein bisschen komisch ist und so und mir nicht mit mir geredet hat und so, da ist so der Moment, wo ich sage, ey, da kann ich meine hundertprozentige Leistung nicht auf den Platz bringen, weißt du? Da fehlt so ein gewissen Punkt. So, dir muss der Trainer Vertrauen schenken. Genau. So was, so ein Spieler bin ich so. Ich brauche dieses Vertrauen, die Kommunikation. Wenn ich auf der Bank bin, sag mir, warum ich auf der Bank bin. Weißt du? Sag mir, warum so. Und weißt du, weil ich habe genau diese ganzen Sachen, was wir gerade geredet haben, das sind die Sachen, die sind ja da, so, weißt du? Und dann gehst du auf den Platz und dann hast du einen Trainer, der kommuniziert mit dir nicht, weißt du? Oder schreit dich dann nur an, so. Ja, so. Du hast nicht das Gefühl, oh, der baut auf mich. Ja, so. Und dann kriegst du auch nicht so die Leistung, die du eigentlich bringen könntest. Genau, das weil ist du das. Ja noch die anderen Sachen im Hinterkopf hast, von zu Hause. Von zu Hause, genau. Und dann kommst du da und bist auf dem Fußballplatz und dann hast du auch noch einen Typ, der denkt, der wäre dein Vater und so. Und dann, und dann schreit er dich an und so. Und dann redet er nicht mit dir, wenn du auf der Bank bist und so. Ja. Obwohl du im Training gut bist und so. Ja. Und das ist halt der Moment für mich persönlich, wo ich meine beste Leistung nicht bringen konnte auf Platz. Wo ist es bei euch? Oder wo war es bei euch? Ich glaube, das Gleiche auch bei mir auch. Also, bevor ich zu Mainz 05 gewechselt bin, war ich ja bei Thomas Schiemer, kennt ja meinen Trainer.
Und der war auch so wie dein Trainer, du meinst, Schott, weil meine Eltern war immer für mich da. Wenn ich Scheiße gebaut habe, wenn mein Vater gesagt hat, der kommt nicht, hat mein Vater geredet, bitte, bitte, wir brauchen Henry und so weiter. Hat Sachen für mich bezahlt und so weiter. So Thomas Schirmer, der hat mich damals richtig gepusht. Deswegen mit erstes Jahr, als ich 05 mich wollte, 2003, glaube ich, oder 2004, bin ich nicht gewechselt, weil er mir immer diesen Vertrauen gegeben hat. Aber als ich dann Bundesliga gewechselt habe, es tut mir leid, ich muss gehen. Hat aber verstanden. Ich meine, okay, ist klar, geh jetzt. So. Aber du hast recht mit diesem Vertrauen. So. Wenn du von dem Trainer diesen Vertrauen hast, wenn er mit dir kommuniziert und wenn er dir sagt, ey, komm, du kannst besser oder so, dich pusht. Aber wenn du dann hörst, wenn du bei Mainz 05 zum Beispiel, da war es so, wie hieß der nochmal, Herr Völker oder so, der Wichser. Oder Kerstin. Kerstin. Wie Kerstin? Wie meinst du? Nein, Herr Völker, wie hieß der damals, mein Trainer? Jugendtrainer. Paul Fass? Nein. Völker, irgendwas Völker, ich hab vergessen. Warst du gar nicht. Auf jeden Fall, er war zum Beispiel diesen Trainer, der war einfach straightforward, hat nicht mit den Spielern viel geredet und so weiter. Aber da habe ich gemerkt, ich gebe nicht so meine Leistung, ist ja, nicht so wie bei. Ich gebe zwar meine Leistung, aber nicht zu so 100%, weil er mich manchmal abgefuckt hat. Ein paar Prozent fehlen einfach dann so. Weißt du, was mich am meisten abgefuckt hat? Ich als Stürmer, weißt du, wie wir unsere Nummern bekommen haben? Nach Namen. Ja. Scheiß Boateng, ich habe Nummer 2 bekommen als Stürmer. Wie kann ich die Nummer 2 bekommen, Digga? Weißt du, was ich gemacht habe? Was? Ich habe U14 Turnier. Digga. Du siehst Schalke, Dortmund, Stuttgart. Was? Normal jede Turnier Nummer 9. Co-Trainer geht mit Turnier und Cheftrainer ist zu Hause geblieben. Cheftrainer hat mir immer sauber Nummer 9 gegeben. Wir gehen hin, ich guck. Nummer 2. Ich guck den an. Ich guck Co-Trainer, ich hab den nicht respektiert. Ich guck den an, ich seh Nummer 2, ich weiß auf Boden. Was gibst du mir da? Ja. Ich guck den so an. So bin ich im Film gewesen. Ich guck den an so. Wie Nummer 2? Hast du mal gesehen, welche Mannschaften da sind? Ich verliere doch mein Gesicht. Als Stürmer auch noch Nummer 2. Aber wenn du jetzt im Nachhinein überlegst, scheißegal, welche Nummer du hast, du musst überlegen, du gehst Turnier, du guckst dir Cristiano Ronaldo Video an, Ronaldo Nino, Balotelli, Nummer 9, Nummer 7, ich guck Nummer 2. Und du bist auch einer der besten Spieler oder Stürmer. Position, wie kannst du als Stürmer Nummer 2? Ja, aber ich sag mal so, früher... Sandro Wagner oder was? Aber ich sag mal so, früher war die Nummer schon, also wenn du als kleines Kind war schon die Nummer schon. War wichtig, war wichtig, so, weißt du? Ich hatte mal meine Nummer, Henri. Weißt du, wenn du Nummer 10 bekommen hast, du bist heute schon Patron. Ja, so du, generell, es hat dir nochmal diesen Boost gegeben. So. Also jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel, das ist eigentlich egal, so weißt du, aber trotzdem. Du denkst heute auch noch über Nummer 9, aber das ist nicht mehr so wichtig. Ja. Wir haben einmal gegen Ajax gespielt, Da war es mir auch peinlich, dass ich die Nummer 2 hatte. In 45 Minuten haben wir 10-0 verloren. 10-0 haben die uns weggemacht. Da war der schwache Jager. Und wie die uns auch ausgelacht haben wegen unserer Nummerverteilung und so weiter. Da konnte ich schon sehen. So, da hat irgendwas geredet. Ich konnte, weißt du, Deutsch ist doch wie Deutsch. Ich habe Nummer 2, irgendwas habe ich gehört. Ich dachte, du Wichser, Alter. Digga, 10-0 in 45 Minuten Klatsche bekommen, Alter. Guck mal, bei Mainz. Warte mal. Edu, wie ist es bei dir so, sag ich mal? Wo kannst du deine beste Leistung? Ich sag, bei mir ist das unterschiedlich. Ich bin so ein Spieler, so wenn einer sagt, so. Wenn einer mich so quasi so nicht an mich glaubt, dann sage ich, ey, jetzt erst recht. Ich war immer so ein Spieler. So. Natürlich so brauche ich auch. Irgendwann bin ich halt so in der Zeit gekommen. Also was heißt irgendwann? Mir war es immer scheißegal so. So Leute sagen, ey, damals, ich habe bei Biebrich gespielt, ich habe dann ein Angebot von 05 gehabt, von wen? Trainer hat dann versucht, alles schlecht zu reden. Sagt zu mir, Edu, was willst du denn da? Yeah. Die brauchen Leute für die Bank. Biebrich, gell? So, ne? Ja, war bei mir auch so. Die brauchen Leute für die Bank. Gehen lassen. Geh nicht, glaub mir, das ist doch viel besser. Und der Trainer war auch korrekt zu mir. Ich habe immer Schuhe geholt, so, obwohl ich nicht gebraucht habe, sage ich ehrlich so. Ist er einfach manchmal Training gekommen, hat mich Schuhe, hier Edu, neue Schuhe, hier Edu. Ja, wollte schlucken. So. Und ich so, ja, so, warum nicht? Schon meine Eltern gefragt, darf ich die schon nehmen? Und ich so, okay, so, ne? So. Dann bin ich nach Wien gewechselt, so, und der hat gesagt, ey, was willst du da so alles schlecht geredet? Da habe ich den so angeguckt, so, wir werden sehen, so. Bin ich da hingegangen, so gespielt und so, dann halt auch Vertrauen vom Trainer da bekommen, so, und war eigentlich, alles gut, so. Also wie gesagt, so, ich brauch nicht unbedingt, natürlich ist das schön so, weil du dann einfach so, wie so befreiter aufspielst und du weißt, ey, ich kann jetzt einen Fehler machen oder so und der steht trotzdem hinter mir, der pusht mich trotzdem. Aber ich bin halt so ein Mensch, so wenn einer sagt, ey, du schaffst es nicht, okay, wir werden sehen. Ich habe eine Frage, Nelson.
Guck mal, bei dir damals, du hast ja deinen Unfall gehabt, ne? Ja. Wo du dein Bein gebrochen hast. U15, ja. Genau, U15. Wie war das dann da so mit Vertrauen von Trainer? Wollte nur 50 nicht mehr haben oder? Ja gut, es war dann schwierig. Also ich bin dann wieder zurückgekommen, aber du hast gemerkt, so, du bist schon viel zu lange raus. Du warst ein Jahr fast verletzt. Mhm. Auch so, du hattest das Vertrauen dann nicht, wie du schon sagst, so vom Verein. Normalerweise hast du dann gehofft, ey, die rufen dich an, bald wirst du wieder fit, wir brauchen dich so. Ihr wisst selber, Nachwuchsleistungszentrum. Ist anders, da geht es so schnell. Alter, ja. Da geht es schnell. Du bist raus, da kommt der Nächste schon. Weißt du, dann wird schnell aussortiert dann, ja. Klar, U16 war ich auch noch, aber das war dann, hast schon gemerkt, da habe ich schon, da, und da, ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, boah, also LZ läuft ganz anders, du fühlst dich nicht mehr so wohl. Und dann U17 habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt, weißt du so. Okay. Und dann habe ich aber, da bin ich schon um 5 weg und dann hat es wieder Spaß gemacht, Fußball, weißt du, so, dieser Druck ist von dir abgefallen. Du musst ja, du weißt, du hast deine Aufgaben bei Mainz 05, du weißt, in der U16, U17 musst du das und das bringen, sonst U19 kommst du auf keinen Fall, weißt du, so auf die Art und Weise. Da hab ich gesagt, komm, ich brauch das jetzt nicht mehr und dann Druck abgefallen, ich konnte wieder befreit Fußball spielen und dann hatte ich wieder in der U19. Ich bin dann, wo bin ich hingegangen, genau nach Finden, weil in Gonsheim hatte ich ein bisschen Krach, obwohl es mein Heimatverein ist. Dann hab ich gesagt, komm, ich geh nach Finden, weil ein paar Jungs von mir da waren. Sind wir, waren in der Landesliga, das ist jetzt die Bezirksliga, sind wir locker Meister geworden, weil wir einfach zu gut waren. Und dann kommen die Angebote wieder, weil du Spaß hast, Fußball wieder hast. Also, genauso das war mir auch. In der U19 konnte ich mir wieder aussuchen, wo ich hingehe. Ja? Ja. Ich habe einen Schritt zurück oder zwei Schritte zurück gemacht, aber konnte dann automatisch wieder nach oben gehen. Ja. Und manchmal muss man diesen Schritt zurück machen, weil du mit deinen Jungs spielst, der Trainer vertraut dir. Ja. Du kannst einfach Fußball spielen, wie du es willst. Ja? Weil im Nachwuchsleistungszentrum hast du deine Aufgaben und die musst du erfüllen. Wenn du die nicht erfüllst, sitzt du auf der Bank. Genau. Und das wisst ihr selbst. Und deswegen, also es hat mich alles geprägt. War schön bei Mainz, war aber auch schön, wieder im Kleinverein zu spielen, weil dadurch konnte ich dann sagen, okay, ich gehe jetzt. Dann hast ja Bing zu mir gesagt, ey, wir brauchen dich in der A-Jugend-Regionalliga, wir wollen, dass du hier die Mannschaft führst. Als Verteidiger Monatskarte bekommen, als Eigenspieler in der eigenen Regionalliga Geld bekommen. Weißt du, ihr wisst selbst, ich habe zu meinen Eltern gesagt, ja, ich wechsle zu Bingen. Hä, Bingen? Wer fährt schon nach Bingen? Kam dann. Und dann habe ich zu denen gesagt, achso, ich brauche auf jeden Fall Monatskarte und ein bisschen Geld, weil meine Eltern haben nicht die Zeit, dass sie mich jetzt hier nach Bingen ins Training fahren. Haben die gemacht und da hat Spaß gemacht. Wieder Selbstständigkeit. Tasche genommen vom Gonsenheim mit der Bahn am Bahnhof, Zug nach Bingen. Und das ist ein Jahr lang. Hat geprägt, hat Spaß gemacht auch, ja. Aber du hast schon gemerkt, ist nicht mehr meine Eltern waren nicht bei jedem Spiel. Ja. Klar, vielleicht kam auch meine Schwester gucken, weil die Bock hatte. Aber ich war immer alleine. Ja. Aber gut, ich war auch alt genug dann. Ja, irgendwann bist du alt genug. Irgendwann du brauchst auch nicht die Unterstützung von deinen Eltern, weil du jetzt selbstständig bist. Ja, du brauchst du deine Eltern bis U15, ja, das ist wichtig. Genau. Und ab der U15 wirst du sowieso selbstständig. Mit deinen Jungs, mit deinen Freunden. Genau, und aber so dieses, ich sag auch immer zu meiner Schwester, mein kleiner Neffe spielt jetzt auch Fußball, der ist jetzt auch sehr talentiert, sag ich. Meine Schwester ist ja auch sehr deutsch dann in der Hinsicht. Die ist auch bei jedem Spiel dabei, weil der braucht es ja jetzt, weißt du? Das ist diesen Support brauchst du, wenn du wirklich dann wieder den Sprung ins Nachwuchsleistungszentrum machst. Dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, ey, da musst du ihn fahren, wenn er jetzt ein Angebot wieder von Hannover 96 bekommt. Aber das ist jetzt auch diese Generation, zum Beispiel jetzt unsere Kinder, sage ich mal, werden es einfach haben, weil wir wissen, wie das läuft und was man braucht, weißt du, was ich meine? Ich sehe das zum Beispiel auch bei meinen Geschwistern. Also mein kleiner Bruder spielt ja auch Fußball. Und das ist ja komplett anders. Der wird manchmal in die Schule gefahren, der wird immer ins Training gefahren. Das ist jetzt so. Abgeholt. Ja, davon haben wir geträumt früher. Ja, ja. Das ist so alles anders, komplett anders. So. Ja. So, wie ist bei dir? Guck mal, bei mir ist so, also Fußballspielen macht mir ja immer Spaß. Ich bin ja einer, ihr wisst ja, wie ich bin, immer zocken. Da bin ich immer dabei, 24/7 und ich will auch immer gewinnen. So, und bei Mainz war das damals so, U12, U13, U14 war gut, weil ich war Stürmer. Und die Philosophie hat immer zu mir gepasst. Ich war nicht der technisch Stärkste am Anfang. Dann bin ich mal tief gelaufen, immer Tore geschossen und so. Und das hat mich immer geboostet. Wenn ich kein Tor gemacht habe, war ich sauer. Wenn ich 3 Tore gemacht habe, super Tag. Wenn ich 4 gemacht habe, super Tag. Wenn ich 1 gemacht habe, okay, 2 gut. Weißt du? Und immer so habe ich mich dann gepusht. Und habe schon immer meine Tore geschossen. Und am meisten gepusht habe ich mich dann meistens, wenn dann gegen Eintracht Frankfurt, dann spielst gegen Lautern, gegen Stuttgart, spielst gegen Bayern. Da willst du beweisen. So, dann spielst du Bundesliga-Turnier. Das ist, letzten 2 Minuten Spiel, durchgesteckt, schießt 2-1, alle schreien, weißt du? Und du musst überlegen, bei mir war das dann so, ich war dann immer der Unterschiedsspieler meistens. War ich dann der Spieler, der den Unterschied dann ausgemacht hat. Und so habe ich mir auch den Respekt verdient in dem Verein, dem Jahrgang, auch in Deutschland dann, dass okay, dieser Raphael entscheidet dann am Ende des Tages die Spiele.
Dann gab es auch manchmal Spiele, spielst du gegen Bayer Leverkusen, da entscheidet Raphael nicht das Spiel, da entscheidet Kai Havertz das Spiel. Ja. So, Kai Havertz hat uns immer schlafen geschickt in der Jugend. Hat uns immer Wein geschickt. Aber oftmals war das dann so, Nils Lisek spielt Pass, Rafa läuft durch, Tor. Mhm. So, und so war das dann meistens. Und so habe ich mich dann den Push gehabt. Aber dann gab es eine Phase in der U15, dann hatte ich einen Trainer, so den Namen will ich jetzt nicht sagen, und kann ich jetzt sagen, egal, sag einfach Zeit vorbei, Paul Fass. Der ist mir immer auf die Nerven gegangen. Der hat immer versucht mit Sticheleien, so Eintracht-Trainer sagt, dass dein Stürmer besser ist, oh, du musst so und so machen. Mhm. Und ich war technisch nicht der Stärkste. Mhm. Und ich habe in dem Jahr 40 Tore geschossen fast. Sagen wir 35 so. Und die haben mir keinen Vertrag gegeben in dem Jahr. Und dann habe ich gemerkt, bei Mainz 05 habe ich gesagt, okay, ich habe 35 Tore geschossen. Eigentlich normal. Keiner hat 35 Tore geschossen. Mhm. Und du hast 5 anderen Leuten einen Vertrag gegeben bis Ende U19. Und mir hast du nicht mal angeboten. Und zu mir sagt ihr in der U15, du musst an der Technik arbeiten, dies, das, tralala. Wenn du nicht daran arbeitest, hat sich das für mich. Ich habe zu denen gesagt, gut. Die haben mich trotzdem weiter übernommen, weil ich wusste, mein Trainer wird wieder Sascha Med. Mhm. Der hat mich dann übernommen, weil der mich halt mag. Ich habe zu denen gesagt, wart ab. Innerhalb von einem halben Jahr wurde ich zum Zehner. Ich habe an meiner Technik so gearbeitet, dass ich zum Zehner wurde. Mhm. Die haben mir die 10 gegeben und dann haben die mir einen Vertrag auf dich gelegt und dann habe ich gesagt, ich unterschreibe das nicht. Ich habe gesagt, ich unterschreibe das nicht. Okay. Letztes Jahr 35 Tore, jetzt nur weil ich ein bisschen erste Kontakt, ein paar Leute verarsche, gibt mir einen Vertrag, weil Dortmund und so, die haben alle angerufen. Damals. Und dann war es dann so, die haben einen Vertrag auf dich gelegt und du weißt ja, meine Mutter kriegt Geld von Amt. Das heißt, wenn ich hier Geld bekomme, diese ganzen Sachen. Also musste irgendwie alles, Vertrag, musste man irgendwas klären. Ja. Irgendwann wurde es dann so geklärt, dass es mit Amt dann noch geklappt hat und so. Dann habe ich mein Geld bekommen und so. Und da hatte ich aber nicht mehr Paul Fass. Da war ich bei Sascha Med, U16, U17, da hatte ich wieder komplett Standing in Deutschland. Ja. Komplett Spaß wieder. Hatte wieder Spaß am Fußball. Ja. Und das Krasse war ja noch, ich bin technisch Maschine dann geworden, weißt du? Erster Kontakt, zocken und so, war ja alles dann da. Irgendwann, mein Trainer, Bundesliga beginnt, läuft nicht und du musst überlegen, Spieler wie ich, die dann Spiele entscheiden und technisch und dann vielleicht weniger verteidigen müssen, weißt du, aber dafür offensiv viel machen und so und viel Galerie, dies, das und so. Wenn es dann nicht läuft in der Bundesliga, Jugendbundesliga, krieg ich alles ab, weißt du? Und weil ich schon in frühen Jahren so auf mich alleine gestellt war, bin ich damit klargekommen. Nur mein Trainer wurde rausgeschmissen, auf einmal sitze ich 8 Monate auf der Bank. Du spielst 8 Monate nicht. Dann sagt dir der Vorstand ganz klar, du bist vielleicht einer der besten Spieler, die es in Deutschland gibt mit deiner Qualität, aber wir brauchen dich in Mainz nicht. Ja. Dann sitzt du 8 Monate auf der Bank. Und dann guckst du dir das an, dein Team verliert gerade 2-0. Was hat es dann mit dir gemacht? Also mit mir im Kopf hat das dann so gemacht, ich gehe. Ich habe mir dann gedacht, wer denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Damals im Film, ihr wisst doch, wenn du einer der Stärksten bist, bist du schnell im Film. Mhm. Wer denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Ich will im Januar gehen. Mainz hat gesagt, wir lachen dir keine Steine. Dann kommt das Gerücht, ja, Mainz verlangt 100.000. Ich habe ja noch 2 Jahre Vertrag. Was soll ich dann machen? Ich spiele nicht. Im Kopf, ich gehe ins Training und ich denke mir, wo ist der Spaß? Ja, so, wo ist der Spaß? Wo ist der Spaß? Ich bin 16 Jahre alt. Natürlich, so, ich bin 16 Jahre alt. Ich muss spielen. Ja. Natürlich bin ich im Film auch, weißt du? Natürlich muss man sagen, ich bin im Film, da fehlt auch ein bisschen das Wort. Nelson kennt die Zeit am besten. Weißt du, U16, U17. Ja. Nelson war oftmals gucken, hat mir dann gesagt, Rafa, so. Mhm. So war das meistens. So, natürlich bin ich dann im Film und so, aber du kannst dem 16-Jährigen nicht sagen, du bist einer der besten Spieler in Deutschland und so, aber wir brauchen dich nicht. Mhm. Weißt du? Mhm. Und dann nicht mal gehen zu lassen und so. Und dann war das ja das Schlimme bei mir, war dann so, dass dann, ich habe nicht mehr gespielt. Das war mein größtes Loch, was ich in meinem Leben hatte. Ich habe nicht mehr gespielt. Und als ich dann nicht mehr gespielt habe, war das dann so, ich kam Bo Svensson als Trainer, dann sagt Bo Svensson zu dir, das ist jetzt bei Profis, Bo Svensson sagt zu dir, Rafa, bei mir ist alles bei null, so, dies, das, wechsel nicht, bleib hier, guck die Vorbereitung an und dann spielst du wieder. Vorbereitung, alles gemacht, was sie wollten, gearbeitet. Erstes Spiel, ich sitze auf Bank, ich komme 20 Minuten rein, zweites Spiel nicht Kader, dann war für mich vorbei. Du hast alles gemacht, was die wollten von dir. Du spielst nicht. Was macht das? Aber das war der Grund, aber das verstehe ich nicht. Die haben gesagt, wir sind im Abstiegskampf, Raphael verteidigt zu wenig. Ja, aber das ist halt diese Mentalität. Okay, aber ich gesagt, vielleicht verteidige ich zu wenig, weißt du? Aber ich krieg das nicht hin, gegen Mannschaften wie 1860 München und so nicht zu gewinnen in unserem Jahrgang. Und unser Jahrgang war starker Jahrgang. Christian Kinsombi, Domi Wanner und so, die, ihr kennt die ganzen Namen. So, wir haben 4-5 Stück. Fatih Kaya spielt jetzt Ingolstadt, zweite Liga. Jan Bartels spielt dritte Liga. Lennart Krisch spielt Bayer Leverkusen.
Domi Wanner wechselt jetzt nach Mainz, weißt du? Wir haben nur Talente bei uns gehabt, weißt du? Und das Problem dann ist dann, ich habe nicht gespielt und dann muss ich nach 8 Monaten, wo ich nicht gespielt habe, nach England gehen. Ja, da kommst du erstmal nicht rein. Ich habe 8 Monate nicht gespielt. Ich gehe nach England, nach Brentford, die eine Fitness haben, was auf einem ganz anderen Niveau ist. Aber warte, ich habe eine Frage. Hattest du dann ein Angebot bekommen dann von Brentford? Ja, das war so, ich hatte einen Berater, ich hatte auch 5, 6 Berater gehabt, die ich alle gecuttet habe. Und dann hatte ich einen Berater. Bei mir Berater cutten geht schnell wie unter uns. Wie Copy-Paste, weißt du? Und es war dann, soll ich weitermachen? Läuft es? Also, einfach mal aus. Oder dann kommt zum Punkt. Ich war schnell. Du musst schnell reden, Bruder. Läuft der? Wie lange jetzt? Stunde? Ja. So, auf jeden Fall, war, ich mach schnell. Ich mach 2 Teile. Auf jeden Fall war das dann so, dass ich bin nach England gegangen. Mhm. Und du musst dir überlegen, ich habe ja Vorgeschichte 8 Monate nicht gespielt. Und du bist ja schon Mental Breakdown. Du hast 8 Monate nicht gespielt. Du hast keinen Spielrhythmus. So, und dann durch einen Berater kriege ich das Angebot von Brentford, ohne Probetraining. Dann hat aber Manchester United auch angerufen. Mhm. Aber das wäre mit Probetraining. Aber was machst du? Ist fast Juni, du hast keinen Verein. Was machst du? Gehst du nach Brentford. Unterschreibst du Brentford, gehst du zu Brentford. Kommst du nach Brentford an, musst erstmal nach Midtjylland, Dänemark, 3 Monate, siehst das, kommst nach Brentford an, sagt man dir, deine Fitness ist schwach. Ja, natürlich ist mein Fitness schwach, ich habe 8 Monate nicht gespielt. Brentford war damals in der zweiten Liga, ja, ich war bei U23. Deine Fitness ist nicht stark. Die sagen zu dir, dann kommst du dahin, du hast vielleicht körperlich, bist du anders. Mhm. In Deutschland bist du 10er Auswahlspieler, kommst hier und spielst 6er, 8er. Ich habe irgendwann Angst gehabt, Fußball zu spielen. Nee. In England. Ich habe 8 Monate nicht gespielt. Ja. Und dann soll ich auf einer Position spielen, wo ich nur 2 Kontakte benutzen muss. Das ist mental auch Breakdown. Ja. Und dann hast du englische Coach, die, weil die deine Physikalik sehen, die denken, du musst der Laufstärkste sein, körperlich stärkste sein, du musst das, du musst das, genau, du bist schwarz, du musst das und das sein, weißt du? Ja. Und du kommst von einem Mental Breakdown von Mainz, gehst nach England, die geben dir 2 Jahre wieder Mental Breakdown. Erst im 2. Jahr spiele ich meine ganzen Spiele auf einer Position, wo ich nichts zu tun habe. Dann kommst du zurück nach Deutschland, gehst zu ein paar Drittligisten, dann sagen die ja, du bist individuell stärker als die meisten, aber taktisch schwach, weil du in England taktisch nicht viel gelernt hast und so. Dann, was machst du dann? Dann bist du dann da, kommst nach Deutschland zurück und dir wird gesagt, geh zu TSV Schott, 5. Liga. Kommst von 2. Liga England, gehst 5. Liga. Dann gehst du zu TSV Schott und so. Und die meisten gucken dich an und sagen, Junge, was machst du da? Was machst du da? Und dann gehst du TSV Schott und dir wird gesagt von deinem eigenen Trainer, ja, Rafa, qualitativ, was du jetzt gerade hier spielst, ist Verbandsliga. Du läufst nicht, das ist Arroganz. Weißt du? Du spielst nicht. Auf jeden Fall, 4 Monate bist du krank, dann spiele ich 5. Liga und dann spiele ich 7., 8. Liga. Und da habe ich meinen Spaß geholt. 7., 8. Liga, Bezirksklasse. Weißt du noch? Netz hat mir noch geschrieben, bist du Bezirksklasse-Spieler geworden jetzt, oder? Ich habe mir geschrieben. Gesagt, ja, weil mein Ex-Trainer war dein Trainer, Junge. Der war so ein guter Spieler. Ja. Viel zu gut für die Liga. Der macht, weißt du schon, der macht so, Rafa, bist du Bezirksklasse-Spieler geworden? Jede Woche 4 Tore geschossen, weißt du? Spaß wieder, komplett am Fußball gehabt. Komplett wieder. Aber das war bei mir auch so. Wo ich von Kickers aufmache, weggegangen bin, habe ich ja erstmal aufgehört im Fußball. Und dann bin ich nach Biebrich gegangen, Verbandsliga. Und dann habe ich mit allem, also mit den Freunden gespielt, die ich kenne und so. Und einem Trainer, der mir damals auch den Vertrag jemand erwähnt, der mich auch kennt und so. Dann hab ich da wieder meinen Spaß gehabt. Ja. Weil davor hatte ich gar keinen Spaß. Ich hatte andere Interessen dann gehabt und das hat mir Spaß gemacht. Und Fußball hat mir einfach keinen Spaß mehr dann gemacht. So wie zum Beispiel in der U16, U17 oder U19 oder ja, U19 erstes Jahr. Das hat mir keinen Spaß gemacht. So. Ich war dann so, das hat mir irgendwie so Druck gemacht. So, die Leute waren komisch, also der Trainer war komisch und so. Hat mir einfach keinen Spaß gemacht und so. Und dann, wo ich erstmal diese Pause gemacht habe und dann zum Biebrich gegangen ist, da habe ich erst diesen Spaß gefunden. Yeah. So, aber ich wusste, ich kann mehr. So, weißt du, es kommt, du kriegst dann noch diesen Boost und du kriegst auch diesen Drang, nochmal höher wieder zu gehen. Höher so, weißt du, weil du dann weißt, du bist wieder auf der on the top of your game. Das, was du vorhin gesagt hast, so, weißt du, du kommst dann wieder. Dann bist du wieder top of your game. Du machst einen Schritt zurück, machst aber 2 vielleicht nach vorne. Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel 3, 4 Schritte zurück gemacht, bin wieder in der 7., 8. Liga on top of my game gekommen, auf das, was mich ausgemacht hat damals. Ja. Spiele ich Oberliga, treffe meine Dinge, dieses Jahr Regionalliga, habe ich meine beste Saison gespielt in den letzten 5 Jahren. Ja. Viele fragen sich dann, was macht der bei TSV Schott? Weißt du, wann ich das letzte Mal 1 Jahr durchgespielt habe? Ja. Eine ganze Saison? Weißt du, wann das war? U16. Ja. Das ist U16. Weißt du, wann U16 her ist? Das sind 5, 6 Jahre. Das sind 5, 6 Jahre. Plus du hast noch diesen Vertrauen vom Trainer, der dich kennt. Der weiß deine Schwächen, der weiß deine Stärken. Der weiß, wenn es nicht läuft, wenn es bei dir vielleicht nicht läuft, wie er dich dann packt. Und das brauchst du als Spieler. Das ist halt. Und das war dann, das ist, was viele junge Spieler bei uns auch verstehen müssen, dass
wenn du nach der U19 nicht direkt im Profibereich kommst, ist ja nicht schlimm, und du paar, und du in, ich habe manche Spieler, ich bin Oberliga, die sagen in der Oberliga, ich habe da nichts zu suchen, weißt du? Ja. Dann sage ich denen, spiel auch erstmal Oberliga. Ja, ja. Also das höre ich auch auf. Du spielst U19 Oberliga, vielleicht sogar Bundesliga, ja, sag ich mal so. Ja. Und dann sagst du, du willst direkt in die Regionalliga. Ja. Und dann denke ich mir so, für die Leute, die ich kenne, gell, die haben vielleicht den Schritt auch vielleicht erst in der Oberliga angefangen, bevor sie dann in die Regionalliga gegangen sind. Weil Oberliga allein schon, es kommt doch an, welchen Ding du, das ist nochmal ganz anders. Jugend- und Aktivfußball ist komplett anders. Das ist dieselbe. Da geht zusammen. Da kannst du irgendwo aufs Land fahren. Und das Problem, das Problem haben meistens Leute mit Immigrationshintergrund. Ja. Weil die haben ein ganz anderes Ziel. Die wollen direkt hoch, ganz schnell hoch. Und das ist, was die Trainer meistens sagen. Nur einer schafft es direkt ganz hoch. Wenn, schafft es einer. Ja. Aber das heißt ja nicht, dass du es nicht in die Oberliga gehst, dass du es nicht schaffst. Ja. Mach dein Ding, genau. So. Gib weiterhin Gas. Gas, so. Wie in allen anderen Lebenssituationen auch. Weil Oberliga ist so an sich wie so eine Plattform, wo du, wenn du Gas gibst, dass du schon, sag ich mal, obwohl, es gibt auch Leute, die in der Oberliga in die Dritte Liga gegangen. Ja, weißt du, ich meine? Direkt. Weißt du, ich meine? So, voll viele. Und das größte Problem ist aber dann bei Immigrationshintergrund und so, die haben dann nicht diese Passion und so, von unten dann zu arbeiten und zu grinden, um dann da oben anzukommen. Aber ich glaube, bei der Immigration, bei den Leuten ist auch der Pressure von der Familie. Ist auch eigene Ego. Was mache ich Verbandsliga und so? Und viele haben nicht die Kraft. Aber wenn man sich jetzt die Statistik anguckt und so, wer in der Bundesliga ankommt, ne, ist dann meistens so, die kommen alle von fremden Vereinen. Viele waren nicht NLZ. Die kommen von fremden Vereinen, Oberliga, Verbandsliga gespielt, in der Jugend immer. Dann lange in der Regionalliga sich bewiesen haben, und dann kannst du in der U23 oder so. Und die haben es dann geschafft, aber der Unterschied zwischen denen und den NLZ-Spielern ist dann, die haben Spaß. Das wollte ich gerade sagen, die hatten Spaß gehabt. Die haben Spaß. Die haben Spaß die ganze Zeit. Die gehen ihre Männer, Oberligamann, Verbandsligamannschaft, trinken nach Spiel ihr Bierchen, die ist das. Spaß. Die haben Spaß. Irgendwann überlegen die einfach, okay, jetzt will ich das ernst machen, weißt du, was ich meine? Und dann von diesem Spaß auf diesen Ernst. Das heißt, ich glaube, das... Die denken das nicht. Also die haben Spaß und es entwickelt sich einfach. Ja, es entwickelt sich einfach. Irgendwann kommst du in so einen Rausch. Du spielst raus und denkst, ey, du bringst deine Leistung. Ich bin noch da. Ja, du hast diese gewisse Erfahrung, diese gewisse, Abgewichstheit und so. Du spielst einen ganz anderen Fußball. Es entwickelt sich einfach, du hast die ganze Zeit keinen Druck. Sag mal so, in einem LLZ sagt man ja, wirst du auch ein bisschen gesteuert. Ja. Du kannst nicht deine Freiheiten so ausleben. So. Es gibt ja wenige Straßenfußballer, blablabla, weil die ja in so ein Korsett geschoben werden, du musst das und so, so und so. Deswegen haben wir in Deutschland das Problem und sagen, wir haben zu wenig Straßenfußballer, weil wir uns nicht entfalten können in den Nachwuchsleistungszentren oder bei Vereinen, die sagen, okay, wir setzen komplett auf die Jugend dabei, bla bla bla. Aber wir haben unser Konzept und diese Spieler müssen das abbringen. Und deswegen sagen wir, hier in Deutschland haben wir zu wenige Straßenfußballer oder Lockerheit. Weil wenn du 5 Leute ausgespielt hast, hat der Trainer dann gesagt, hier, Edu, spiel mal der Baller. Ja. Aber vielleicht hast du den 6. ausgespielt, dann den finalen Pass gespielt. Aber es hat ihm trotzdem nicht gefallen. Wenn du das in der Bundesliga machst, wirst du für 100 Millionen verkauft. Ja, ist so. Aber das Problem ist, in Deutschland ist dann halt so, damit Eduardo zum Beispiel hoch kann, ne, und 5-6 Leute ausspielen kann, muss er sich den Spaß in den Jahren davor geholt haben. Weißt du? Und das ist, was viele junge Spieler in unsere, also jünger Generation und jetzt meine Generation, die jetzt kommen, nicht verstehen. Geh doch mal Verbandsliga oder Landesliga, setz dich mal durch ein Jahr und spring deine Leistung. Dieser Weg, so schnell wie es nach unten geht, geht es auch wieder nach oben. Ich habe jetzt, sag ich mal, 3 oder 4 Jahre jetzt Oberliga gespielt. Und ich habe viele junge Spieler jetzt gesehen, die jetzt hochgekommen sind und so. Vielleicht ihr auch wahrscheinlich. So. Und ich sag, es sind viele talentierte junge Spieler, die auch sehr gut sind und so, weißt du, aber die haben direkt schon nach der U19 sagen, ja, ich will in der Regionalliga spielen. Und dann, wenn du die dann auf dem Spielfeld, im Training sind die gut, auf dem Spielfeld, siehst du die halt gar nicht, verstecken sich, dies, das, so, like, und die sind nicht gut, die sind nicht schlecht, Bruder, die sind nicht schlecht, weißt du, die sind talentiert, aber auf dem Spielfeld, wenn es dann gegen gute Mannschaften, gegen große, gegen starke Leute, Breite, weißt du, dann fängt es schon an, wo die dann sich so verstecken, wo die halt ihre Qualitäten nicht. So, und dann musst du überlegen, das ist eine Oberliga. Sondern es kommt in der Regionalliga ist nochmal ein ganz anderer Fußball. Weißt du, ich meine, jetzt nochmal zwei, drei Schritte. Und dann hast du auch Profis gestanden, die runtergehen. Weil das merkst du auch bei Oberliga, es sind immer ein, zwei Teams, die so ein bisschen trainieren wie die Profis, weißt du. Und wenn du dich da, sag ich mal, dich nicht messen kannst, wie willst du dann in der Regel, weißt du, meine? Dann kriegst du nach oben. Das ist so. Und so musste ich da durchgehen. Ich musste den ersten Jahr bei Schott, hat mir mein Trainer gesagt, hat mir direkt ins Gesicht gesagt,
das, was du spielst, Verbandsliga-Niveau. Mhm. Du, der hat gesagt, du willst dritte Liga, Regionalliga spielen, das, was du spielst, Verbandsliga-Niveau. Mhm. Ich muss mir das anhören und das muss. Hat wehgetan, dann, aber du hast dann gearbeitet. So, das hat mir wehgetan. Aber wenn du jetzt irgendeinem Kollegen von dir sagst, Bruder, du hast Oberliga nicht gespielt, so dies, das. Probier mal ein Jahr Verbandsliga und dann wieder aufzugehen. Ja, oder was? Der schreit dich an. Sagt, du gönnst nicht an. Du gönnst nicht. Er sagt, du gönnst nicht. Ja, aber das ist unsere Mentalität, Kultur. Was soll ich jetzt sagen? Nein, du, Bruder, wenn du das dem im Herzen sagst, Bruder, geh mal Verbandsliga, spiel ein Jahr, mach dich doch fit, spiel ein Jahr. Geh dann Oberliga. Das spielst du ganz anders als davor. Und wenn du in dem Oberliga-Jahr dann Gas gibst, Eduardo, viele können dir sagen jetzt, einige können dir sagen jetzt, dass den Sprung von Oberliga in Regionalliga geht, wenn du spielst. Ja, und wenn du dann spielst und deine Leistung bringst, dann bist du drinne. Weißt du? Hätte ich letztes Jahr nicht Oberliga gespielt, bis diese Corona-Pause wäre, hätte ich nicht die Leistung gebracht, die ich jetzt in Regionalliga bringe und hätte nicht das Angebot von SC Freiburg bekommen. Mhm. Versteht ihr, was ich meine? Und das kommt alles nur davon, weil wir uns... Das ist ein Prozess, den viele mit dem Migrationshintergrund nicht gehen, weil da auch viel Druck ist von den Eltern hinten dran. Ja, weißt du, was ich meine? Richtig. Und das ist das Problem, was wir dann haben bei den... Weil wenn du dann siehst, statistisch gesehen, wer dann hochgeht in die dritte Liga von den Oberligisten und so, sind das meistens die Leute, die weiß sind, also die aus Deutschland kommen und so weiter und so fort, weil die Eltern trotzdem mit denen zum Spiel gehen, weil die Eltern trotzdem denen sagen, unterstützen und so weiter und so fort. Mach diesen Schritt, weißt du? Die Eltern verstehen, die denken ja meistens langfristig und wir denken zu kurzfristig. Mhm. Und das zu schnell. Und das ist unser Problem. Wo du dich dann schnell zufrieden gibst. Genau. Das ist unser Problem und das ist auch im Profibereich. Es gibt manche Spieler, die spielen im Profibereich jetzt. Und ein Beispiel kann ich geben, Jadon Sancho zum Beispiel. Spielt doch gerade bei Dortmund. Mhm. Der hat doch letztes Jahr das Angebot von ManU bekommen. Ja, aber er hat ein Jahr weiter gespielt, genau, Dortmund. Weil er sich wohl gefühlt hat, Nummer 1 und Nummer 2. Warum soll er so früh weggehen? Er spielt doch nicht. Wohin? Du bist 20 Jahre alt. Der hat von Dembele seinen Mistake. Nein, aber was ich damit, dieses Ding, an so Szenen erkennst du dann, es geht nicht darum, schnell hochzugehen. Es geht darum, einfach die Leiter sauber hochzugehen. Nicht, dass du runterfällst. Ja. Jadon Sancho hat gerade jetzt noch mal ein Jahr Dortmund gespielt. Du hast gesehen, der ist auch in einem kleinen Loch gefallen. Aber nur, weil er bei Dortmund wurde, weil er bei ManU. ManU und er hat ein kleines Loch. Pressure. ManU, wir haben den gar nicht mehr verkauft. Verstehst du? Weil dieser Druck bei ManU ist zu groß. Guck mal. Und das, ich gebe dir noch ein Beispiel. Als ich von England hingegangen bin, bin ich zu Schott gegangen. Ich war 4 Monate krank. Ja. 4 Monate Lungenembolie gehabt. Das heißt, stell dir vor, ich wäre in die dritte Liga gewechselt mit 4 Monate Lungenembolie. Ich wäre raus. Und dann müsste ich wieder irgendwo anfangen. Ja, was habe ich gemacht? Oberliga, ich war krank, die haben mich aufgesorgt, dies, das, tralala, noch ein Jahr gespielt. Dritte Jahr Shot und eigentlich war geplant, nach einem Jahr zu gehen. Mhm. Nach 3 Jahren habe ich die Chance, wieder Profiklub anzugreifen. Ja. Die meisten haben nicht die Zeit. Ja, und das ist, was Leute nicht verstehen. Deswegen sind mit Glück und Fußball, ich glaube nicht daran, dass Fußball glücklich ist. Ich glaube daran, dass wenn du wirklich hart dran arbeitest und den Prozess gehst, dann kannst du es wirklich schaffen. Ja. Jamie Vardy, Kanté sind alles Beispiele. Und die Schwarzen haben nicht diese Kraft. Das war der Schlusswort. Wir können noch 10 Stunden noch weiterreden, aber ich sag mal, ich mach mal hier ein Ende. Auf jeden Fall war es sehr nice, mit euch zu talken über das Thema so. Wie ihr seht, Dunkelhäutige haben viele Probleme, aber einerseits macht es uns in der Zukunft auch stärker. Mhm. Durch diesen ganzen Pain macht es aber uns trotzdem in der Zukunft auch irgendwie stärker. Jeder hat so seinen Weg gefunden, ob jetzt Arbeit, ob jetzt Familie und so. Man weiß halt auch in der Zukunft, was man besser machen kann, auch für seine eigenen Kinder. Aber nichtsdestotrotz danke ich euch erstmal allen, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, genau. Wenn ihr irgendwas zu sagen habt, könnt ihr gerne raushauen. No. Ansonsten bedanke ich mich bei euch allen. Ja, Mann. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Peace. Let's talk again.